Wunderbar, danke schön, Henning, und auch von uns allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns heute, ins Gespräch zu gehen, zum einen mit Shan Jaff, die ihr hier digital dazu geschaltet seht. Sie ist Journalistin mit Sitz in Berlin und hat unter anderem die Podcast-Reihe Memento Moria, was heute an Europas Grenzen passiert, und 1902/20, ein Jahr nach Hanau, produziert und auch journalistisch begleitet, schreibt aber auch einen regelmäßigen Newsletter, What Happened Last Week, in dem sie sich anguckt, was eigentlich in unseren Medien nicht auftaucht und was vielleicht auch in unserem sehr westlich geprägten Medienblick verloren geht an Informationen. Herzlich willkommen auch von uns nochmal, Shan. Wie schön, dass wir dich heute digital dazu holen konnten. Und dann ich freue mich, dabei zu sein. Und dann sitzen wir hier noch mit Volker Heinz. Henning hat auch da eben schon gesagt, wir diskutieren heute unter anderem über dieses Buch, was Volker zusammen mit Frank Wolf geschrieben hat. Volker ist an der Uni Bielefeld, Politikwissenschaftler, und du hast auch noch andere Bücher geschrieben, aber das ist das, also das Buch, dessen Thesen wir uns heute am meisten drehen werden. Genau, auch bei dir herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich bin gerne hier. Ja, dann steigen wir auch direkt ein und vielleicht sozusagen erlauben Sie mal einerseits ein paar einführende Worte zu unserem heutigen Thema, zur Fragestellung. Das schon erwähnte Quartett mit Erik Marquardt, ich habe nochmal nachgeschaut, das war im Herbst 2021. Das war genau in jenem damaligen politischen Kontext, auf den sich auch der Klappentext des Buches bezieht, mit einem Zitat des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der damals den Satz sagte: Wir müssen diese Bilder aushalten. Der Hintergrund war damals die Konflikte zwischen Belarus und der EU, insbesondere die Auseinandersetzung und die gewaltsame Zurückweisung von Flüchtlingen an der belarussisch-polnischen Grenze. Das haben einige von Ihnen vielleicht noch vor Augen. Das war ein sehr heftiger Konflikt, hat dann dazu geführt, dass ebenfalls dort ein Grenzzaun aufgebaut wurde, eine Anlage aufgebaut wurde. Und dieser Satz, wir müssen diese Bilder aufhalten, den finde ich in verschiedenster Weise hochgradig spannend. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wer ist dieses Wir, das da spricht? Also Kretschmer wird jetzt nicht wir, die Ministerpräsidenten der Bundesländer, gemeint haben, sondern irgendwie im weiteren Sinne ein diffuses Kollektiv. Es ist die deutsche Öffentlichkeit, das deutsche Volk, die Europäerinnen und Europäer. Es gibt irgendein Thema von Identität, was darin mitschwebt. Wir müssen aushalten. Ja? Es gibt einen Zwang, eine äußere Notwendigkeit, gegen die sich aber gleichzeitig ein innerer Widerstand sozusagen formiert. Wir aushalten ist kein angenehmer Zustand. Das hat etwas von Belastung, Beunruhigung, Beanspruchung, eigentlich ein Zustand, aus dem man nur temporär sich hineinbegibt und irgendwie eigentlich gern wieder heraus möchte. Und es geht um diese Bilder. Also es geht um die Frage auch, was ist sichtbar, was ist nicht sichtbar, was wird unsichtbar gemacht und um wessen Bilder und Bilder wovon eignet sich sich. Und das sind alles Fragen und Aspekte, die wir heute beleuchten wollen. Dieser Satz ist nun etwas so Pi mal Daumen 2,5 Jahre alt. Und meine erste Frage, bevor wir gewissermaßen an die Analyse, die historische, politische hineingehen, wäre an euch beide, Volker und Shan, was glaubt ihr jetzt 2,5 Jahre später? Ist dieser Satz von Herrn Kretschmann sozusagen wahr geworden? Haben wir gelernt, diese Bilder auszuhalten? Also ich würde sagen, ich würde gerne mit einer kleinen Gegenwartsbeschreibung einsteigen. Und Shan, vielleicht musst du den Anfang. Ja, dieser Satz ist in der Hinsicht wahr geworden, weil er den Wunsch von Herrn Kretschmer damals eigentlich ist in Erfüllung gegangen, nämlich dass viele Menschen dann auch irgendwie bereit waren, diese Bilder irgendwie auch in Kauf zu nehmen. Wir merken auch gerade derzeit die politische Lage in Deutschland, die ist nicht mehr diejenige, die wir so ein bisschen im langen Sommer der Migration erlebt haben, wo Massenmobilisierung sozusagen die Medienlandschaft eigentlich dominiert
hat, das Thema, wo viele Menschen gezeigt wurden, die eben solidarisch sind mit den Schicksalen an der Grenze, an der europäischen Grenze, die auch viel Empathie gezeigt haben. Wir müssen diese Bilder aushalten, ist für mich auch zeigt für mich eben auch zu sagen, egal wie viel Empathie wir vielleicht haben, wir müssen das jetzt aushalten für unsere Gesellschaft, für unsere Werte. Und da finde ich die Frage auch sehr wichtig zu sagen, wer ist denn dieses Wir? Ich kenne sehr viele Menschen, die sich in diesem Wir nicht wiederfinden. Mit vielen Menschen, die wir gesprochen haben im Podcast, auch in anderen Podcasts, Menschen, die sich eben in solidarischen Aktionen seit Jahrzehnten eigentlich für die Bewegungsfreiheit einsetzen, aber auch eben Betroffene selbst, die Herrn Kretschmer definitiv da sagen würden, da stimmen wir nicht überein, das müssen wir nicht aushalten. Also ich würde sagen, es ist leider wahr geworden. Wir erleben gerade eine Politik des Aushaltens, des vielleicht auch Sterbenlassens. Volker, wie würdest du das beschreiben? Ja, ich sehe es auch so. Es ist sehr schwer, glaube ich, Leute zu mobilisieren mit dem Bild von leidenden Zivilisten. Also das waren die Bilder. Also es gab, ich glaube, heute sind etwas über 50 Tote an dieser Grenze im Nordosten Polens. Leute, die da im Schnee, teilweise auf der polnischen Seite, starben. Und die polnische Regierung damals hat ja auch Ärzte ohne Grenzen und andere Organisationen nicht zugelassen. Also darüber reden wir. Und übrigens ist der Satz von ganz vielen Leuten gesagt worden. In dem Buch sagen wir, wir nennen Heiko Maas, es gibt diesen Satz, wir müssen die Grenzen schließen und die grausamen Bilder aushalten. Wir dürfen uns nicht von Kinderaugen erpressen lassen. Alexander Gauland, Omid Nuripur, der Fairness halber, hat auch einen außerordentlich dämlichen Satz gesagt, nach den ersten Toten schon. Das Problem sind nicht Leute, die in der Kälte stehen. Das Problem ist Lukaschenko. All das. Also es gibt sozusagen eine, also durch das, also gut, man kann die Sätze, muss man schon unterscheiden, aber also außerordentlich kaltschnäuzige Kommentare. Es ist ja ein Nachbarland von uns, Polen, ne? Also wo die Hilfe auch systematisch verhindert wurde. So steigen wir in dieses Buch ein. Und ich würde auch Scham zustimmen, dass allein darüber es nicht mehr möglich ist, Leute zu mobilisieren. Klar, dass wir, ich zähle nicht zu diesem Wir. Erinnert euch vielleicht, es gab letztes Jahr dieses Schiffsunglück in Griechenland mit 600 Toten, wo die griechische Küstenwache ja auch offensichtlich beteiligt war, das Massaker von Melilla. Wir müssen nicht die ganzen Ereignisse durchgehen, es geht ja sozusagen immer weiter. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und diese Reden, also von Kretschmer und anderen, die sind ja ausdrücklich an uns, an dieses imaginäre Uns, wir, gerichtet. Deswegen haben wir das gewählt. Also es wurde nicht gesagt, ihr Flüchtlinge lernt, also solche Sätze gibt es auch, lernt daraus, ihr kommt hier nicht durch, sondern ihr innerhalb, hinter den Mauern, versteht, ihr müsst es aushalten, weil es wird weiter so gehen, es wird noch heftiger werden. Also das ist der rhetorische Einstieg in dieses Buch. Gut. Ironischerweise vielleicht sogar ein neues Wir schaffen das. Ja, das ist hübsch, zynisch, aber genau. Und das wird ja auch gesteigert, also Jens Spahn, also all diese Leute, es geht ja jede Woche irgendwas, dass er ausdrücklich sagt, das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit, jemand, der gesagt hat, wir müssen einfach mehr physische Gewalt anwenden. Also das hatte sicher Erik Marquardt und so auch, diese Zitatensammlung könnte man ewig fortsetzen. Ja, und das ist das, was uns ja alle beunruhigt, vermutlich. Wo soll das eigentlich enden? Was ist eigentlich der Endpunkt dieser Entwicklung? Ja, absolut. Ich finde es interessant, wenn wir jetzt sozusagen darin einsteigen. Das ist aus euren Statements schon deutlich geworden, das Ganze hat ja den Charakter einer Zuspitzung. Also sagen, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, auch wenn wir sozusagen das Thema der Außengrenzen da natürlich schon hatten, es damals auch schon Tote gab, trotzdem hatte der öffentliche Diskurs nicht diesen Charakter. Im Grunde, ich würde jetzt gerne so ein bisschen in die Frage auch einsteigen, wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt stehen und was sind im Grunde genommen die politischen und historischen Treiber des Ganzen? Dazu habt ihr auch ein paar Thesen im Buch formuliert und das würde auch den Blick sozusagen von dem, was an Statements im deutschen Diskurs sozusagen existiert, noch ein bisschen weiten zur Frage der Entwicklung des europäischen Projektes und seiner Verflechtung mit dieser Grenzfrage.
weiß nicht, Josefine, möchtest du noch? Vielleicht machen wir damit erstmal weiter, sonst ich. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ihr jetzt, also wenn ihr sagt, das Ganze folgt einer eskalierenden Logik, gibt es einen sozusagen Kipppunkt in dieser Entwicklung? Gibt es Schritte, in denen das logisch aufeinander aufbaut? Wie würdet ihr diese Entwicklung beschreiben? Was sozusagen hat uns dahin geführt, dass wir jetzt an der Stelle stehen, wo, wie du es gerade mit Spahn gesagt hast, Gewalt gegen Zivilisten an Grenze ein legitimes Statement in einer öffentlichen Debatte ist? Also das Buch ist ja schon ein bisschen draußen und gibt ja eine generell eine starke Resonanz auf diese Grundthese. Und eine Kritik ist übrigens, also es ist vielleicht zu früh, irgendwelche Kritiken zu zitieren. Also bei einer Veranstaltung hat mal jemand gesagt, habe ich auch drüber nachgedacht, dass es so ein bisschen linear daherkommt. Ne? Also es wird sozusagen immer finsterer. Mhm. Ne? Das ist eine Kritik, die ich, wo man sagen kann, ja gut, ich würde dann immer sagen, das ist ein Essay, da kann man jetzt nicht allzu viele Nebenschauplätze eröffnen. Also das ist eine Kritik, die tatsächlich gekommen ist, ob es nicht irgendwo Abzweigungen gibt oder was du Kipppunkte nennst. Das ist ja sowieso eine Metapher, die jetzt ganz wichtig ist. Ich würde vielleicht eines sagen, also erstmal ist es natürlich, sind wir ja alle so im Strom der Ereignisse gefangen und ich bin im Bayerischen Flüchtlingsrat übrigens und ich meine, wir stehen ja alle unter dem Eindruck auch dieser enormen Demonstrationen der letzten Zeit, also dieser Korrektivrecherchen von den Leuten, die eben den jetzt AfD und Identitäre, die Neonazi-Milieus, die im Prinzip gesagt haben, wir müssen Millionen Leute aus dem Land schaffen. Und das ist ja zum Beispiel tatsächlich ein Kipppunkt gewesen. Also in München waren 200.000 Leute auf der Straße. Und das hat irgendwas ausgelöst, weil da nämlich in gewisser Weise wir auf eine perverse Art bestätigt wurden, weil nämlich die Leute langsam verstehen, dass wir alle, also die gesamte Wohnbevölkerung, migrantisch oder nicht, da in Gefahr sind. Ne? Also da unter den Millionen, die rausgeschafft werden sollten auf irgendeine imaginäre afrikanische Insel oder ein Modellstaat, hieß es, glaube ich, da wurde ja auch gesagt, wer das alles sein soll. Ne? Also Anwälte, Journalisten, was die AfD die inländischen Helfer nennt. Ne? Und dann kann man dann sagen, das ist eine kranke Fantasie, aber das hat anscheinend sehr viele Leute fundamental beunruhigt. Zu Recht. Mhm. Ne? Und ja, also das ist ja zum Beispiel auch ein Kipppunkt, den wir nicht vorhersehen konnten. Und da ist jetzt die Frage, was man daraus macht. Aber ich glaube, es ist schon sehr deutlich, dass es nicht nur die da draußen berührt. Mhm. Ne? Wenn diese Art von Grenzschutzpolitik und auch Fantasie, sind ja auch Lagerfantasien, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, die jetzt um sich greifen. Also in Deutschland denkt man wieder sehr viel darüber nach, wie viele Leute in welche Lager, wie lange an den Außengrenzen oder auch in Drittstaaten eigentlich verharren sollen, was mich einigermaßen beunruhigt auch, muss ich sagen. Ja, vielleicht an der Stelle, Scham, ich denke jetzt gerade, wenn wir diese Begriffe wie Lager und so weiter aufrufen und auch gerade ist diese, sagen, was durch die Korrektivrecherchen, dieses riesige Deportationsszenario, was da öffentlich geworden ist, das ist so der dystopische Fluchtplunk, Punkt eines Diskurses, in dem wir gerade sind. Ich habe mich aber auch so ein bisschen erinnert gefühlt an das Ruanda-Gesetz, was in Großbritannien gerade verabschiedet wurde, was ja auch so eine Art Rückführungsabkommen ist, aber was sehr viel weiter geht als das, was wir in Deutschland gerade diskutieren und wo es auch darum geht, ja, eben in Herkunftsstaaten schon Abwanderung zu verhindern und wo die Frage ist, ist das nicht ein offener Bruch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo ganz deutlich wird, wir verlassen einen politischen Grundkonsens, der bis dahin über Jahrzehnte eigentlich in Europa ein großes Gewicht hatte. Vielleicht kannst du sozusagen noch ein bisschen ergänzen zu dem Thema. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich würde auch sehr gerne aus unserer Arbeit auch ein bisschen berichten, ja. Nämlich aus dem, als wir den Podcast Memento Moria gemacht haben. Das ist jetzt mittlerweile 2 Jahre her. Und als wir, also wir waren dafür eben auf verschiedenen griechischen Inseln, aber auch in Griechenland, im Migrationsministerium mit denen gesprochen. Und da dachten wir mit unserem Podcast, mit den kritischen Fragen, die wir stellen bezüglich Pushbacks und Pullbacks, dass wir vielleicht etwas auf Band bekommen, was Leute überraschen wird,
das, was es skandalisieren wird, was es nochmal wirklich das Ausmaß zeigen wird, zu dem europäischer Grenzschutz bereit wäre. Nämlich, dass wenn Menschen wirklich auf europäischem Boden ankommen oder in europäischem Gewässer ankommen, dass das dann nicht wirklich bedeutet, dass die Genfer Flüchtlingskonvention tatsächlich greift. Dass wir diese Verwässerung dieses unglaublich wichtigen Dokuments, das eigentlich eines der Fundamente und also vermeintlichen Fundamente der europäischen Werte sind, dass das tatsächlich so verwässrigt ist. Wir wollten das zeigen. Wir haben auch Interviews geführt mit vielen Forschenden, die eben genau das bestätigt haben. Und wir waren damals, würde ich sagen, noch so geschockt eigentlich, dass es diese Pushbacks gab, dass einige PolitikerInnen gesagt haben, ja, nee, das sind nicht wirklich Pushbacks, das ist so, da haben sie versucht, sich irgendwie drumherum zu argumentieren. Und jetzt 2 Jahre später gibt es mehrere Beweise, also auch Videobeweise. Große Medienhäuser haben visuelle Reportagen dazu. Wir haben Videos, wir sehen, wie die griechische Küstenwache eben Menschenleben gefährdet im Mittelmeer. Jetzt gibt es, wie Herr Heinz auch schon vorhin gesagt hat, es gibt es jetzt auch Schiffsunglücke, die wir erst einmal medial wieder übertreffen müssen, damit diese Thematik wieder zum Thema wird. Also damit wir noch einmal darüber reden, dass Menschen im Mittelmeer gestorben sind. Und ich schreibe ja den Newsletter schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren ist dieses Thema ein Thema. Jede Woche eigentlich gibt es eben Schiffsunglücke im Mittelmeer, nicht nur dort, aber auch in anderen Migrationsrouten auf der ganzen Welt. Und ich glaube, was ich so ein bisschen über die letzten Jahre eben beobachte, ist, dass die Schwelle immer weiter nach oben steigt, dass die Skandalisierung nicht mehr funktioniert, so auf die Art und Weise, wie man da noch versucht hat vor einigen Jahren an Empathie, an Menschenrechte, an diese bestimmten Werte, die so ein bisschen, was ich in der Schule in Deutschland gelernt habe, was Europa bedeutet, was Deutschland bedeutet. Ich glaube, die Schwelle ist jetzt ganz weit oben gelandet. Und am Ende des Podcasts kommen wir auch zur Konklusion, dass es, und auch wie Herr Heinz, ich auch im Buch gelesen habe, dass es tatsächlich kein Zufall ist, dass, dass die Südgrenze im Mittelmeer ja eines der tödlichsten Grenzen eben ist, dass es vielleicht sogar gewollt ist, dass es eine Strategie ist. Und wir versuchen im Podcast auf verschiedene Gründe einzugehen, weswegen das so ist. Vielleicht ist die erste und die naheliegendste Antwort, vielleicht ist es rassistisch begründet, vielleicht ist es dem geschuldet, dass vielleicht Behörden versagen, dass man vielleicht Migrationspolitik, Asylpolitik nochmal neu anfassen muss, dass europäische Systeme nochmal neu gedacht werden. Ich würde mich total, ich fände es auch total interessant, wenn Herr Heinz vielleicht auch ausführt, inwiefern Sie denn zum Beispiel zu dieser Konklusion gekommen sind, was ja eine sehr besorgniserregende Konklusion ist, zu der wir versuchen im Podcast ein bisschen hinzukommen, gedanklich. Aber ich glaube, es ist immer noch sehr schwierig für viele Menschen, die mit dem Bild von Europa und Deutschland aufgewachsen sind, als die Zufluchtsstätte, als die Regionen, würde ich sagen, mit der besten PR, dann wirklich diesen Gedankengang zu verstehen, den wir vielleicht jetzt einfach durch die Arbeit am Memento Mori oder an anderen Podcasts so ein bisschen durchgemacht haben, selber als Journalistinnen, und immer wieder gemerkt haben, wenn dieses Gespräch nicht skandalisiert, wenn dieser Politiker auf einmal, der vor einigen Jahren Gewalt an den Grenzen oder Gewalt an ZivilistInnen nie thematisiert hat, wieso jetzt 3 Jahre später, 4 Jahre später ist es in Ordnung, sowas zu sagen? Das ist, glaube ich, Herr Heinz Themenfeld, würde mich interessieren,
Genau, wie man zu so einer Diskussion, also wie man zu so einer Konklusion kommt und wie man vielleicht auch versuchen kann, so eine Konklusion auch vielleicht vielen anderen verständlich zu machen. Ja, Scham, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube ja, wir schreiben es ein bisschen gegen Ende auch, dass es eine Dynamik gibt, die geht etwa so. Man gibt immer mehr Geld aus, Frontex hat immer mehr Macht, es gibt eine Straffreiheit für auch nationale Grenzschutzbehörden, die da eben prügeln und Leute verletzen. Es gab ja auch Schusswaffeneinsätze bereits in Griechenland. Es wird wahnsinnig viel gemacht, es ist ein Riesenthema, man kann auch die USA ganz gut heranziehen. Und all diese Maßnahmen wirken nicht in der Weise, wie es behauptet wird. Also komischerweise kommen immer noch Geflüchtete und dann eskaliert man, weil man sagt, dann müssen wir noch einen draufsatteln. Ich meine, wenn man sich den US-Wahlkampf zwischendurch anguckt, da sprechen ja inzwischen die Leute um Trump, sprechen davon, wir haben eigentlich faktisch eine offene Grenze nach Süden. Ich meine, trotz allem. Und das ist so eine, das ist so, glaube ich, die Saat dieser Eskalation. Ne, dass man dann sagt, gut, weil das so ist, müssen wir eben noch mehr machen. Ich habe jetzt die Tage gelesen, ich habe ein anderer Newsletter-Scham, ist von einem Typ, der heißt Todd Miller in Arizona, der heißt The Border Chronicle. Und der hat jetzt berichtet, dass Greg Abbott auf öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen den Schusswaffeneinsatz fordert. Das ist der texanische Gouverneur. Der texanische Gouverneur, einfach, und er sagt, er wird daran gehindert durch Biden. Ja, also mit anderen Worten, Amerika zeigt uns die nächsten Schritte, ne? Und wie das ausgeht und wohin das führt, ja, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen die Eskalationsdynamik, ist, glaube ich, die. Die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, sind eigentlich ineffektiv. Zu einem großen Teil, auch vieles, was jetzt in der GEAS-Reform, wird so nicht funktionieren. Viele Leute sagen, das Chaos wird eher vergrößert, nicht Humanität und Ordnung, ne, weil man die Probleme gar nicht wirklich löst. So, und das führt dann aber einem Teil der Gesellschaft zu einer weiteren Radikalisierung. Würdet ihr da zustimmen? Vielleicht daran anknüpfend noch eine Rückfrage, weil ihr in eurem Buch auch als quasi Lösungsmodell oder als alternativen oder als ja, alternativen Vorschlag sagt, man müsste Grenzen demokratisieren, man müsste das eigentlich anders gestalten. Kannst du da einmal ausführen, wie da euer Gedankengang war oder wie sähe eine Demokratisierung von Grenzen aus? Also ja, in dem Buch und auch in der Diskussion bisher haben wir ja ganz stark über Fluchtmigration gesprochen. Ne? Also das, während der Bereich der Migration natürlich viel, viel größer ist, das ist ja schon mal ein Problem. Und dass das auch in sogenannten Qualitätsmedien, also ich bin ja Süddeutsche Zeitung, dass es komplett durcheinander geht. Also es ist jetzt alles dasselbe. Asylbewerber, Flüchtlinge, Migranten, man spricht von Migrationskosten. Ne? Alle Migranten sind jetzt ein Kostenfaktor. Gleichzeitig heißt es ja, wir brauchen unbedingt mehr Zuwanderung. Ich meine, das wird ja alles gleichzeitig gesagt, teilweise von denselben Politikerinnen. Da ist schon mal ein, also Demokratisierung hieß es schon mal, dass man da mal Foren schafft, wo man erstmal ein bisschen sortiert. Worüber reden wir überhaupt? Ne? Ja, und generell, also wenn man jetzt über Migration im Allgemeinen spricht, also da gibt es ja Vorschläge, etwa in Bonn gibt es dieses Institut zur Zukunft der Arbeit, die sagen, freie Migration in Tarifjobs. Also dass es im Prinzip Jobbörsen geben müsste in Erbil und Dakar und weiß nicht noch ein paar, wo sich Leute, und das weiß ich eben von Westafrikanerinnen, die haben eine ganz geringe Schutzquote, aber das ist eben das Nadelöhrchen, das sie müssen, um überhaupt nach Europa zu kommen. Und da müsste es eigentlich andere Möglichkeiten geben, dass sie sich einfach ganz normal auf Jobs bewerben. Ein Fünftel aller Lehrstellen in Bayern sind unbesetzt. Ich glaube, es gäbe Wege, wie man die besetzen könnte. Also das wäre so ein Baustein. Darüber wird überhaupt nicht mehr geredet, wie man eigentlich den Zugang zu Arbeitsmärkten auch für Leute von außerhalb Europa, obwohl es immer auch irgendwie im Hintergrund mitschwingt. Ne? Also das ist so eine Frage vielleicht auch an die Grünen, ob man da nicht mehr mal eine Initiative starten könnte. Dann würde man nämlich die Zahlen zumindest ein wenig senken, vermute ich. Also bei all denen, deren Schutzquote so gering ist, die dann auf anderen Wegen kämen. Ich glaube, dass das Thema sozusagen Arbeitsmigration, die Frage der wirtschaftlichen Argumente, ne? Wir benötigen Fachkräfte, wir benötigen junge Menschen, wir benötigen Leute, die sozusagen all die Lernausbildungsstellen und so, was ich irgendwie füllen, das ist
glaube ich, ein präsenter Teil in dem Diskurs. Der führt auch zu diesen Widersprüchen, die du benannt hast, dass ein Friedrich Merz sozusagen Sozialtourismus den Ukrainern vorwirft, aber gleichzeitig auch immer diese wirtschaftliche Argumentation mit sich führt, andere auch. Die Bundesregierung, gut, sie hat jetzt das Chancenaufenthaltsgesetz, sie hat ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Ich glaube, die Bedienung sozusagen dieser wirtschaftlichen Erwägungen in der politischen Debatte und mit politischen Maßnahmen, die ist noch vergleichsweise stark. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, verlernt man darüber nicht auch das humanitäre Argument? Es ist ja sozusagen eine bestimmte Art und Weise, das Thema Migration, wie du ja auch gesagt hast, sozusagen zu differenzieren und sich zu bestimmten Fragen so zu verhalten und zu anderen eben anders. Und die Frage, die ja jetzt schon aufscheint, ist, wie vereinbar ist das miteinander? Also weil, wenn wir noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, was sind die Ursachen für die laufende Verschärfung der Debatte? Ich fand das interessant, diese sozusagen Eskalation, die aus der Ineffektivität von Verschärfung irgendwie herauswächst. Das finde ich einen interessanten Punkt. Scham hatte das Thema, gibt es nicht auch sozusagen latente oder manifeste rassistische Einstellungen, die da eine Rolle spielen? Spielen die nicht auch eine Rolle? Was, glaube ich, worauf ich jetzt gerne mal eingehen würde, ist ja ein Argument, was momentan gerade sehr präsent ist, glaube ich, wenn es darum geht, Migration, sei es auch durch Arbeitsmigration oder auch durch Geflüchtete zu begrenzen, ist immer die Frage der Überforderung. Oh, können wir das noch leisten? Also wenn wir jetzt das Argument einmal kurz, was häufig gebracht wird, aufgreifen. Wir haben sozusagen zwei ganz große gewissermaßen Zuwanderungsbewegungen in den letzten Jahren gehabt, nach dem Bürgerkrieg in Syrien, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und jetzt sozusagen gibt es viele, die sozusagen das auch lange gewissermaßen eine liberale und sozusagen humanitäre Argumentation mit sich geführt haben, die sagen, langsamer, 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 bitte weniger, wir stoßen an unsere inneren Grenzen, die Grenzen unserer Ressourcen sozusagen. Und die Frage ist, was machen wir eigentlich mit diesem Argument? Bewerten wir das jetzt als etwas rein Vorgeschobenes oder ist sozusagen jenseits der ideologischen Frage, gibt es da nicht sozusagen, ja, eben praktische sozusagen Herausforderungen zur Frage von Wohnraum, von anderen Fragen, die tatsächlich auch anders ins Gewicht fallen, als sie es vor 10 Jahren tun. Das wäre mal sozusagen eine Frage auch an euch beide zur Ursachenanalyse, warum wir heute anders über diese Themen sprechen als vielleicht noch vor einigen Jahren. Scham, möchtest du oder soll ich? Ich kann es gerne den Anfang machen. Und ich will. Also auf dem Weg hierhin an der schönen Weser entlang haben wir auch über solche Sachen geredet. Letztendlich kann man das immer nur vor Ort entscheiden, glaube ich. Also wir haben selbst auch immer mal dann so Einsätze, wenn irgendwo eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, so sagen wir mal in Niederbayern, wo man dann wütende Leute da vor sich hat. Und oft kann man diese Diskussion aber auch führen. Das ist nicht so das, was ich so hauptsächlich mache. Je nachdem, was dann so die Sorgen sind. Also was ist es denn dann? Ist es, dass dann nur junge Männer kommen und das ist gleichzeitig der Schulweg meiner Tochter? Sind es solche Dinge? Und da wird ja ganz selten argumentiert so mit abstrakten Kapazitätsgrenzen, sondern so mit so einer Beunruhigung, die einfach daher kommt, dass plötzlich sehr viele Leute, deren Sprache man nicht spricht oder die unsere Sprache nicht sprechen, kommen. Also das ist so eine Ebene, denke ich. Generell glaube ich, dass es nicht möglich ist, so allgemeine Kapazitätsgrenzen von irgendwas, weil Gesellschaften sind eben keine Boote, die irgendwann volllaufen. Ich meine, es war ja mal voll, dann war Ukraine, dann war plötzlich wieder Platz. Und es geht ja hin und her. Das ist ja nicht wirklich eine Diskussion, die man objektivieren kann. Und dann gibt es natürlich Widersprüche in der konkreten Asylpolitik. Ich meine, die Flüchtlingsräte in Deutschland sind ja zum Beispiel gegen diese Residenzpflicht. Also es gibt ja ganz viele Fälle, wo junge, sagen wir mal Afghanen oder Somalier kommen und sagen, ja, ich habe Verwandte im Ruhrgebiet, bei denen kann ich wohnen. Das dürfen sie ja nicht. Also das ist ja, viele Dinge sind ja auch selbst geschaffen. Wir haben jahrelang gekämpft gegen diese Arbeitsverbote. Jetzt sind wir nahtlos von Arbeitsverboten zu Arbeitspflicht übergegangen. 80 Cent, dann dürfen halt die Leute den Park kehren. Also das finde ich halt irgendwie auch ein Irrsinn, anstatt dass man einfach mal sagt, okay, ihr dürft arbeiten, wer ist denn damit? Und zwar zu normalen Löhnen. Und ich glaube jetzt überhaupt nicht das Argument, was ich neulich gelesen habe von jemand aus der CDU, dass das die Akzeptanz erhöht. Das glaube ich überhaupt nicht.
wenn dann die ganzen Migranten in den Parks irgendwie den Dreck wegmachen. Ich glaube nicht, dass das eine Maßnahme ist gegen Rassismus. Also, das sehe ich überhaupt nicht. Wie gesagt, also ich glaube, alles ist auch eine große Hilflosigkeit, was man so vorschlägt. Hauptsache, man zeigt, dass die da unten bleiben. Also es ist ja auch einfach eine Demütigung und Gängelung mit der Bezahlkarte. Macht ja keinen Sinn. Also viele, viele Maßnahmen, wo man dann, in Bayern gibt es das so Orte, da kann man überhaupt keine Karten einsetzen. Irgendwo auf dem Dorf. Und jetzt haben sie die Bezahlkarte. Oder man kann sie nur an einem Supermarkt aussetzen, aber schon im Nachbarort nicht mehr. Ich denke nicht, ich denke, dass man ohne so Konzepte wie Rassismus da auskommt. Ich meine, den Leuten soll es einfach schlecht gehen. Und das wird ja auch gesagt. Es soll ja abschrecken. Es soll ja abschrecken. Ich nehme jetzt mal den Grünen in Hannover aus und andere Experimente mit Bezahlkarten. Also ich sage nur so, was ich so höre, ne, die Bewegung hinter diesem Projekt ist, glaube ich, nicht eine, die irgendein Problem lösen will. Überhaupt glaube ich, dass Politik nicht dazu da ist, Probleme zu lösen. Mal ganz kurz gesagt. Probleme, ich meine, ich habe in Frankfurt studiert, wir haben immer gelernt, Politik hat auch was zu tun mit der Aufrechterhaltung von Herrschaft. Also mal so eine altlinke These. Die Vorstellung, dass es Probleme gibt in der Gesellschaft und die Politik löst die, ist so absurd. Ist ein sehr technokratisches Politikverständnis. Ja, genau, oder? Ja. Scham, du hast zwischendurch immer wieder mal genickt, du möchtest bestimmt was ergänzen. Ja, also ich glaube, in der gesamten Debatte tatsächlich fehlt mir sehr oft auch, wenn wir medial über Migration und Flucht und so weiter sprechen, ist diese Debatte ja sehr politisiert. Also sehr viele PolitikerInnen bekommen sehr viel Raum zum Sprechen, bekommen sehr viel Raum, ihre Politikvorstellungen anhand einer ja, vermeintlich faktischen Debatte irgendwie zu führen, was tatsächlich sehr oft nicht faktisch ist. Also es sind sehr wenige wissenschaftliche Meinungen, die diese Debatte antreiben. Deswegen reden wir immer noch von Push- und Pull-Faktoren, die eigentlich aber schon in der Wissenschaft ja schon seit mehreren Jahren ja eigentlich sehr kontrovers diskutiert werden. Es werden immer wieder die Faktizität von Migration wird ja immer wieder angezweifelt. Das ist ein ganz großes Problem in der Debatte, die wir in Deutschland führen, weil sie sehr oft PolitikerInnen mit lauten Stimmen eben führen. Und das dann dazu führt, dass wir gar nicht mehr über das sprechen, was am Ende sozusagen das ist, worüber wir sprechen sollten. Aus der Moralphilosophie beispielsweise gibt es sehr spannende Punkte, die man vielleicht auch einfach in eine Debatte mit einführen könnte, wie zum Beispiel Joseph Cairns, der dazu sagt, dass Grenzen an sich eigentlich der Idee dieser universellen Gleichheit widersprechen. Also dass Grenzen an sich eigentlich auf Basis des Geburtsrechts und dann damit verbundene Privilegien oder damit verbundene fehlende Privilegien irgendwie was bedeuten, dass es bedeutet, dass eben natürlich dass Individuen unterschiedlich behandelt werden und dass Bewegungsfreiheit an sich eine wichtige menschliche Freiheit, also die Freiheit eines jeden Individuums ist. Wieso reden wir nicht darüber? Ich bin selber geflüchtet. Meine Familie ist aus Kurdistan nach Deutschland gekommen. Ich bin mit 9 hierher gekommen. Ich bin von meinem Wert her noch weder höher noch niedriger als irgendein anderer Mensch. Wieso darf ich hier sein? Wieso dürfen andere Menschen das nicht machen? Wieso dürfen andere Eltern dieselben Chancen für ihre Kinder erfüllen? Eine menschenrechtszentriertere Debatte, glaube ich, würde uns allen sehr gut tun, die da auch gefüttert ist von Wissenschaft. Volker hat ja auch schon vorhin gesagt, es gibt so viele Politikmaßnahmen, die eigentlich gar nicht funktionieren. Es schreckt nicht ab. Noch höhere Mauern, noch höhere Zäune werden Menschen nicht davon abschrecken. Im Gegenteil, man weiß von der Wissenschaft, dass die Migration sich verändert, die Muster verändern sich, die Routen verändern sich, dass vielleicht auch die Dauer sich verändert, dass Menschen dann für Jahre lang in bestimmten Transitländern stecken bleiben, weil sie noch mal Geld herholen. Es wird teurer, es wird gefährlicher. Das ist so eine Debatte, die, wenn ich mal eine sehr unperfekte Analogie aufstellen würde. Es ist vielleicht so eine Debatte über Abtreibung in den USA, wenn konservative PolitikerInnen eben
für das Recht oder beziehungsweise gegen das Recht auf Abtreibung eben argumentieren und dass dann natürlich auf der anderen Seite Leute dann sagen, okay, weil wenn ihr dieses Recht wegnimmt, dann werden sich Menschen das Recht irgendwie durch andere Weise eben selber erkämpfen. Und das passiert ja auch seit Jahrzehnten. Also das heißt nicht, dass diese Maßnahmen funktionieren. Es macht einfach nur noch mal die Realität und die Tatsache, dass Menschen migrieren werden, jetzt und auch in Zukunft höchstwahrscheinlich mehr. Darüber gibt es auch Konsens, klimabasiert, also Klimamigration. Dass das eigentlich einfach noch erschwert und gefährlicher macht. Genau, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, dass die Grenzen unterschiedlich durchlässig sind. Ich oute mich auch gerne. Ich hatte bis zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine noch nie von der Massenzustromrichtlinie der EU gehört, obwohl ich mich durchaus, würde ich sagen, viel mit EU-Politik auseinandersetze und sogar auch mit EU-Migrations- und Mobilitätspolitik auseinandersetze. Ich finde eine wichtige Frage, weil wir ja auch so über diesen Übergang von innen und außen hier diskutieren wollen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass Menschenrechte an den EU-Grenzen angegriffen und missachtet werden. Wir haben über die Genfer Flüchtlingskonvention gesprochen. Ich fand es auch in eurem Podcast, Scham, in dem Memento Moria, auch wirklich krass. Ihr hattet da Gerhard Knaus in dem Podcast, der ja so vielen wahrscheinlich aus den Medien bekannt ist als so der Vater dieses oder der gedankliche Vater dieses Türkei-EU-Abkommens, der sehr deutlich in eurem Podcast gesagt hat, dass eigentlich, und ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich so krass fand, er meinte, eigentlich haben wir im Moment an den EU-Außengrenzen einen permanenten Zustand der Rechtslosigkeit. Und eigentlich gilt ein zentraler europäischer Wert, nämlich der Rechtsstaatlichkeit, an den EU-Grenzen nicht mehr. Und diese Ausweitung von einem Zustand von Rechtslosigkeit, der sich ja durchaus auch, und ihr macht es in eurem Buch zum Teil auch auf, deshalb fand ich diese Parallele bei euch beiden sowohl im Podcast als auch im Buch interessant, dieser Gedanke, okay, wir haben hier einen rechtslosen Zustand, der begründet wird mit, wir müssen das Wir, wie auch immer dieses Wir aussieht, verteidigen. Wir berufen uns aber auf diese europäischen Werte wie Rechtsstaatlichkeit, wie Pressefreiheit. Und da würde mich interessieren, zum einen, wie ihr das in eurem Buch verhandelt, also die Frage, welche anderen Werte werden da eigentlich angegriffen? Wie überträgt sich das ganz konkret? Und vielleicht auch an dich, Scham, direkt die Frage, weil ihr vor Ort wart auf Lesbos, was sind da auch die Folgen, die ihr auch für Pressefreiheit ganz konkret vor Ort beobachten konntet? Das sind jetzt unheimlich, unheimlich viele Punkte. Also wir schreiben ja auch, die Grenze greift nach innen aus. Also das ist eben, noch, um das nochmal zu sagen, das ist ja so ein bisschen der Kern. Ne? Also es gibt eine ganze Menge gute Studien und eine Menge Leute, die über die Zustände an den Grenzen berichtet haben. Übrigens an allen Grenzen, auch an den Landgrenzen Richtung Bosnien und Belarus und so weiter. Das ist ja das ist die Mittelmeer, diese Seegrenze ist ein bisschen auch teilweise überforscht schon bereits, aber es gibt im Moment auch sehr viel Arbeit zum Beispiel zu Polen. Aber wir interessieren uns ja, was das mit der Gesellschaft hinter den Mauern macht. Nennen wir mal ein Beispiel. Es gibt dieses aus der Giftküche des Bundesinnenministeriums, dieses Rückführungsverbesserungsgesetz. Ich meine, wir mussten überhaupt mal über Sprache reden, also diese Orwellsche Sprache, also Rückführungsverbesserungsgesetz, also im Volksmund das Hau-ab-Gesetz. Da steht zum Beispiel drin, dass in Zukunft Anwälte und Anwälte haftbar gemacht werden können, also in einem Entwurf, den ich gelesen habe, haftbar gemacht werden können für Falschaussagen ihrer Mandanten. Ne? Das heißt, Leute, die von Abschiebung bedroht sind, erzählen eine Geschichte und die Anwälte werden jetzt zunehmend mit quasi polizeilichen Aufgaben betraut. Sie sollen herausfinden, ob diese Aussage wahr ist. Und der Deutsche Anwaltverein hat alarmiert reagiert darauf, dass es nicht ihre Aufgabe ist, sondern es ist eine Aufgabe von Polizei und Staatsanwälten und so weiter. Man muss eben oft sein, Anwälte müssen oft ihren Mandanten glauben. Und das ist so ein Beispiel, wo im Prinzip, was wir dann so
Ausweitung von so Beihilfetatbeständen. Ne? Demnächst sind es vielleicht auch Ärzte, die Atteste ausstellen, wo man dann sagt, ihr tragt mit dazu bei, dass wir die Leute nicht abschieben können und so weiter. Das sind solche kleinen Beispiele, wo man sieht, dass man sehr gut aufpassen muss bei der Gesetzgebung, dass nicht plötzlich alle möglichen Leute haftbar gemacht werden können, wie das ja schon auch in anderen Ländern der Fall ist. Das habe ich an anderer Stelle mal geschildert. Wenn man jemand eine Wohnung vermietet, der keinen legalen Aufenthaltstitel hat, in der Schweiz gab es solche Fälle, auch in Dänemark, können die jeweiligen Vermieter oder auch nur die anderen WG-Mitglieder vor Gericht gezogen werden, im Prinzip. Ne? Beihilfe zum illegalen Aufenthalt. Und damit werden dann sozusagen mehr und mehr Leute verantwortlich gemacht dafür, man soll sozusagen immer überprüfen, ist der jetzt legal oder illegal? Der Typ, den ich gestern in der Kneipe getroffen habe und der jetzt bei mir wohnt. Solche Dinge, ne? Das ist eigentlich das, worauf wir so achten müssen. Und das sind ja so eher schleichende Prozesse. Und das greift, kann man auch an den USA ganz gut sehen, wie weit das inzwischen geht. Ja, also das ist erstmal ein Satz dazu, aber vielleicht, Scham, möchtest du noch was sagen? Oder? Ja, also ich kann kehrt zur Pressefreiheit erzählen. Also ich meine, wir haben einen Podcast mit der Reporterin Franziska Grillmeier. Wir haben ihn gemacht mit ihr, weil sie eben mehrere Jahre eben auf Lesbos, auf der griechischen Insel Lesbos gelebt hat. Sie hat auf jeden Fall von sehr vielen, von der Tatsache gesprochen, dass das sich über die letzten Jahre sehr stark verändert hat. Also vorher beispielsweise das Geflüchtetenlager Moria, offenes Lager sozusagen. Man konnte mit Geflüchteten sprechen, wenn man wollte. Als Journalistin hatte man Zugang. Mittlerweile ist es aber jetzt so, dass eben diese neuen, die neu designten Lager auf den griechischen Inseln so gebaut werden, dass sie eben hinter Mauern sind. Geflüchtete kann man nicht mehr so stark nicht mehr so frei ansprechen. Man müsste dann sozusagen eine Führung bekommen durch den Leiter des Lagers, der sich dann natürlich auch aussucht, an welche Ecken man vorbeiläuft und an welche nicht. Also es gibt auf jeden Fall Zugangsbeschränkungen zu eben geflüchteten Lagern, aber auch eben zu Grenzgebieten. Wir wissen auch zum Beispiel zwischen Belarus und Polen gab es auch diese militarisierte Zone, wo eben JournalistInnen nicht durchgelassen worden sind. Deswegen hatten wir uns auch mit einer kurdischen Journalistin unterhalten, die tatsächlich mehrere Pushbacks erlebt hat an der Belarus-Polen-Grenze, die auch berichtet hat, dass es keine Bilder sozusagen gab. Wir haben ja viele Bilder aus den sozialen Medien von Geflüchteten selbst bekommen. Unser Podcast an sich und überhaupt die mediale Berichterstattung über Flucht und Migration und diese rechtslosen Räume, diese rechtsfreien Räume, glaube ich, könnten wir eh nicht so gut abbilden, hätten wir das Zeugnis von sehr vielen Menschen nicht, die eben davon selber betroffen sind. Also flüchtende Menschen, die selbst ihre eigene Reise dokumentieren. Wir haben mit mehreren davon gesprochen, mit Parvin, die mittlerweile gegen die EU rechtlich vorgeht, mit Dilan, der einen ganzen Film tatsächlich gedreht hat über seine ganze Reise. Also er ist selber YouTuber, macht zu anderen Themen Sachen, der seine eigene Reise sozusagen gefilmt hat, bis er in Deutschland angekommen ist und mittlerweile jetzt auch so seine ersten Monate und Jahre in Deutschland auch, wie er in diesem Bürokratenlimbo eben steckt hier in Deutschland. Es gibt auch andere Themen, wie zum Beispiel jetzt Journalistinnen auch einfach schikaniert oder auch eingeschüchtert werden. Also als wir auf der Insel waren, das war ein Klima der Angst, muss ich ehrlich gestehen, weil es ist auch natürlich, man ist an dieser sehr idyllischen Insel, eigentlich wo viele Menschen Urlaub machen und man blickt auf die Küste und dann sieht man ein Küstenwachenschiff und man muss dann natürlich auch aufpassen, dass man davon gar kein Bild macht. Das ist ja dann auch, könnte also dazu führen, dass man festgenommen wird, dass man irgendwie, von der Polizei verhört wird. Es gibt FotografInnen, also als wir dort zum Beispiel vor Ort waren, hat ein norwegischer Fotograf ein Bild von der Küstenwache eben gemacht und dafür wurde er mehrere Tage eingesperrt. Also
Also es gibt verschiedene Sachen, wie beispielsweise Pressefreiheit eben eingeschränkt ist. Kann auch sein, dass zum Beispiel durch Gesetze eingeschränkt ist, wie zum Beispiel in der Türkei. Da gibt es mittlerweile jetzt auch Fake News Gesetze beispielsweise, wo die Regierung ein sehr erweitertes Verständnis davon hat, was Fake News ist. Viele Journalistinnen zensieren sich selbst aufgrund von politischem und oder wirtschaftlichem Druck. Also die Pressefreiheit ist definitiv nicht gewährleistet. Ich finde das interessant, sozusagen, wie das im Grunde die mediale Berichterstattung, so wie du es gerade rekonstruiert hast, erstens erschwert wird, aber wie dadurch auch bestimmte Dinge weniger sichtbar werden als früher. Also ich erinnere mich hier gerade an die Diskussion, die wir mit Erik Marquardt hatten hier zurück, der ja damals, als dieser große Brand auf Moria war, ja, sozusagen unentwegt dort war und sozusagen permanent versucht hat, das Thema in der deutschen Öffentlichkeit zu halten. Die Dinge, die du jetzt gerade geschildert hast im Sinne von die Lagerstrukturen ändern sich, journalistische Arbeit wird schwieriger, es ist gewissermaßen alles Maßnahmen, die das Geschehen schwieriger sichtbar machen und gleichzeitig, das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will, ändert sich die Sprache, in der wir sprechen. Du hast gerade das Orwellsche angesprochen. Da würde ich nochmal drauf eingehen, weil das in eurem Buch auch ein zentraler Punkt ist. Begriffe wie irreguläre Migration, die Tatsache, dass von der Leyen, als ihre neue Kommission angefangen hat, die ganzen Posten der Kommissare umbenannt hat und derjenige, der für Migrationsfragen und Asylpolitik zuständig ist, das ist derjenige, der sich aus sozusagen seinem Arbeitsschild um den Schutz der europäischen Lebensweise kümmert. So, das sind ja Verschiebungen, die sozusagen nicht aus dem Nichts kommen und ich finde das interessant, inwiefern das beides sich ergänzt. Also wir blenden Realität aus und wir sprechen gleichzeitig über das, was noch wahrnehmbar ist, in einer völlig anderen Weise. Und die Frage ist, wie kommt man da eigentlich wieder raus? Du hattest gesagt am Anfang, Volker, es ist schwieriger, Menschen zu mobilisieren mit eben den Bildern oder die Berichterstattung von Zivilisten. Scham hat das auch aus ihrer Sicht ergänzt. Gleichzeitig gab es jetzt diese Riesenmobilisierung als diese Berichterstattung über sozusagen diese ganzen Deportationsszenarien da offenkundig wurde. Das heißt, wo seht ihr eigentlich Ansatzpunkte, um dieses Sprechen wieder zu ändern, um aus dem, wo wir jetzt uns gerade befinden, vielleicht auch wieder rauszukommen? Ja, es ist wie alles irgendwie mehrdeutig. Also ich habe ja auch den Jens Spahn zitiert, der ja nun nicht Orwellsch redet, sondern das Wort physische Gewalt völlig korrekt, nur meint er das eben positiv und ich finde es eher ein Problem. Aber er benutzt ja solche Wörter. Ich habe die Beispiele genannt aus den USA, wo die Leute ja sehr, also Trump hat, also meine, es tut mir leid, dass ich es überhaupt sagen muss, dass der Name überhaupt fallen muss, aber er verspricht ja seiner Wählerschaft große Lager in den Wüsten, wo dann liebig Leute reinkommen. Also das ist ja eine Art von Ehrlichkeit, die man sich auch nicht wöhnt. Also da geht es ja jetzt nicht, es ist ja nicht nur ein sprachliches Problem. Ich glaube, was im Hintergrund, das ist so ein bisschen größerer Punkt, den ich da machen würde. Also Europa hat natürlich ganz stark so ein Selbstbild, als wir sind so die Guten irgendwie. Ne? Also Europäische Menschenrechtskonvention und wir sind auch besser irgendwie, glaube ich, die meisten denken auch besser als die Amerikaner. Ändert sich vielleicht auch. Also so eine Art sehr starkes Bild von sich selbst. In Großbritannien übrigens gab es ja nach dem Ruanda-Urteil Stimmen unter den Tories, die gesagt haben, wenn das gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ist, was der Supreme Court ja entschieden hat, dann müssen wir eben aus der Europäischen Menschenrechtskonvention raus. Das ist auch eine Dynamik, die mich interessiert. Und da haben aber ganz viele genau mit dem Hinweis gesagt, das kann Großbritannien sich nicht leisten, weil Großbritannien, bei uns gilt es ja noch stärker, wir durch die ganze Welt laufen, mit wir sind Europa, wir sind Menschenrechte und besonders auch feministische Außenpolitik und so weiter. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann jedenfalls nicht jede Politik kann das einfach über den Haufen werfen. Das hat eine besondere Wirkung. Das ist so eines. Und ich glaube, das Geheimnis von den neuen Rechtsradikalen, die jetzt als nächstes kommen, also in den USA kann man das ganz gut sehen, ist ja, dass die auch sagen, ihr habt eine Doppelmoral und wir haben sozusagen gar keine. Wir sagen einfach, wie es ist. Also so eine erfrischende Ehrlichkeit. Also Trump, der gesagt hat, ja, wir haben auch Kriegsverbrechen begangen. Hat er ja recht. Ne? Er war gegen den Irakkrieg. Ne?
Und wir sind, aber wir verfolgen unsere eigenen Interessen und nur unsere Interessen. Und Europa kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, ne? So eine Art. Das ist auch ist ja eine Art Sprache, die sehr attraktiv ist, glaube ich. So, jetzt sagen wir doch mal, wie es ist. Wir machen uns mal ehrlich. Ne? Und wir vertreten überhaupt keine Ideale mehr. Ne? Davon ist Europa allerdings noch einen großen Schritt weg. Weil das kriegen wir ja nicht hin. Also, ich finde das eine gute Nachricht. Ja. Verstehe mich nicht falsch. Das ist so mein Kommentar zu dem Aufsatz von George Orwell, Politics and the English Language. Ne? Also es gibt sozusagen verschiedene Kritiken an so einer euphemistischen Sprache. Und das ist jetzt ein größeres Thema, eigentlich eine eigene Veranstaltung, wie wir anders sprechen sollten. Aber ich finde es schon richtig, wenn man sagt, was dort geschieht, ist eine Entrechtung und es wird physische Gewalt angewandt gegen unschuldige Zivilisten und so weiter. Und es kommen Leute zu Tode, die Dinge beim Namen nennen. Ne? Und da möchte ich dann nicht hören, so Wörter wie solidarische Asylpolitik oder so Wörter, die jetzt neulich mal gefallen sind, um das zu beschönigen. Ja, also das wäre mal ein kurzer Kommentar dazu. Ich würde vielleicht, bevor wir an Scham übergeben, noch mal kurz einhaken. Und zwar, Scham, ihr habt ja unter anderem eben nicht nur den Memento Moria Podcast gemacht, sondern auch den Podcast Ein Jahr nach Hanau, wo ihr sehr aktiv euch auch mit der dazugehörigen Initiative der Angehörigen ausgetauscht habt. Und eine Frage, die ich mir auch stelle, ist natürlich, wir haben einerseits diese Diskussion über die Bilder und Asylsuchende, aber natürlich auch da die Frage, denn und das schließt eigentlich wieder sehr gut an unseren Anfang an, so dieses obskure Wir. So, wer ist eigentlich dieses Wir und wie kommt es auch zum Teil, so was sind die Auswirkungen auch, die wir in Deutschland, aber Deutschland ist da ja auch kein Einzelfänomen, die wir da auch sehen, eben in zum Beispiel dann Taten wie diesem rechtsextremen Anschlag in Hanau, aber natürlich auch in, ich sage jetzt mal, Vorfällen, die vielleicht weniger medienwirksam sind, zum Beispiel die Zahlen von Anschlägen auf Asylunterkünfte oder auf Unterkünfte für Asylsuchende sind letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr stark hochgegangen, laut Polizeistatistik. Und da würde mich schon auch interessieren, wie du das siehst, auch was das mit uns vor Ort auch macht, diese Sprache. Ja, ich finde, ja, es ist eine sehr wichtige Frage, weil diese Verbindungslinie nicht oft oder vielleicht auch nicht automatisch gemacht wird. Es gibt aber sehr viele Ansätze, auch aus der Wissenschaft eben, die diese Verbindungslinie sehr, sehr deutlich eben auch setzen, von Moria nach Hanau sozusagen. Und ich würde sagen, es hat genau, also Josephine, du hattest ja kurz gesagt, diese Sprache eben mit uns macht. Ich meine, ich bin ein Teil der Medien. Sprache ist das, womit ich arbeite. Und Sprache ist auch sehr oft immer das, was ich kritisiere, wenn beispielsweise sehr oft immer wieder genannt wird man hat ja immer sehr oft von der Flüchtlingskrise gesprochen, man hat vom Notstand gesprochen, man hat vom Kontrollverlust des Staates gesprochen. Das sind alles Begriffe, die natürlich eine gewisse Unsicherheit natürlich auch generieren, erzeugen bei sehr vielen Menschen, dass diese inszenierte Migrationsabwehr, die man dann eben macht, man sagt so, ja, wir müssen diese Bilder aushalten, weil wir müssen ja unsere Gesellschaft hier jetzt schützen, wir müssen sie vor diesen Menschen schützen. Dann haben wir auch noch zusätzlich zu der Sprache Bilder eingeblendet, die diese Menschenmassen anonymisieren, die sie in einer sehr entmenschlichten Art und Weise fast schon da zeigen, sie als Statistiken eher darstellen. Es sind Zahlen, es sind keine Individuen, es sind Statistiken, keine Schicksale sozusagen, die fast ja die ein Spektakel aus dieser Migrationsabwehr eben machen. All diese politischen Reden, die ein Spektakel dazu machen, das sensationalisieren, das dazu vielleicht eben auch ein Klima, und das sagen eben Ansätze, dass sie sagen, dass sie ein Klima der Unsicherheit eben schaffen, dass dann vielleicht auch eben Menschen dann eigenverantwortlich hingehen und sagen, ich schütze jetzt meine Stadt, mein Dorf, meine
Nachbarschaft. Ich weiß jetzt ganz genau, wer der Feind ist, hat ein Feindbild sehr klar im Kopf. Der gehört eigentlich nicht zu Deutschland, der ist nicht blond, der ist nicht blauäugig, beziehungsweise der hat keine, weiß ich nicht, der macht das und das nicht, oder ich weiß auch nicht, also vielleicht als Deutscher darf man auch nicht vegetarisch wahrscheinlich auch sein. Also man hat irgendwie, also es wird dann geholfen, ein Feindbild nochmal zu konkretisieren, was vielleicht eben, und das ist, da lehne ich mich natürlich sehr stark aus dem Fenster, das sind alles eben Ansätze zu einer Art oder Versuche, eine Ansätze zu erklären, dass eben Menschen dann vielleicht auch einfach, dass das tödlich dann wird in der Gesellschaft, dass dann, weil zum Beispiel die Initiative 19. Februar, die dann natürlich auch mit Themen der Zugehörigkeit mit Deutschland auch eben zu kämpfen haben. Also sind wir jetzt deutsch? Der Täter in Hanau ist ja sozusagen nach visuellen Kriterien gegangen, hat gesagt, du siehst mir nicht deutsch genug aus, dich kann ich ja dann töten. Und was macht man genau mit dieser Täterperspektive? Die Selbstorganisation der Angehörigen in der Initiative 19. Februar geht genau dagegen hin. Sagen wir, lassen uns nicht entmenschlichen. Wir gehören zu diesem Land. Wir sind hier geboren. Ich glaube, die meisten sind auf jeden Fall in Deutschland geboren. Sagen, wir gehören hier zu und das lassen wir nicht mit uns machen. Da gibt es sehr viel Widerstand. Ich würde auch super gerne, wenn wir noch heute irgendwie also dazu kommen, auch viel über Widerstand sprechen, das es ja gibt. Also es ist natürlich sehr richtig, dass sich seit 2015 eben sehr antidemokratische Kräfte in die Debatte mit eingeschlichen haben, aber auch, dass sich seit 2015 auch sehr große Widerstandsgruppen auch gebildet haben, sehr viel migrantische Mobilisierung stattfindet, sehr viele verschiedene Solidaritätsaktionen eben stattfinden, die eben genau gegen diese Angriffsflächen oder diese diese verschiedenen Angriffe eben auch reagieren. Ja. Ja, vielleicht greifen wir den Punkt direkt auf. Also als hier in Bremen die große Demonstration war, hier waren ca. 50.000 Leute dabei, also auch viel mehr, als man vorher angenommen hat. Und die ganze Innenstadt war voll, man konnte sich kaum noch durch die Straßen bewegen. Aber dort haben auch Teil des Bündnisses oder der Veranstalter waren dann eben auch migrantische Gruppen. Auch bei der zweiten Demonstration, die stattgefunden hat, hast du, Volker, das Gefühl, dass die Möglichkeit, diese Stimmen zu hören, sie sichtbar zu machen, ein Weg ist, um sozusagen auch eine andere Vision von der Frage, wie stellen wir uns eigentlich Zuwanderungspolitik und auch den Umgang mit Grenzen in Deutschland und Europa vor, dass das ein Weg ist. Denn noch einen zweiten Gedanken dazu. Ich bin im letzten Kapitel des Buches auf einen interessanten Satz gestoßen, der aber so Sachen relativ für sich stand, wo du und dein Co-Autor kurz konstatiert, also Grenzen sind, auch wenn sie sozusagen durchlässig sind und bestimmte Maßnahmen, die man da ergreift, nicht so wirken, wie man denkt und es immer diese Steuerungsfunktion gibt. Grenzen sind nicht wirkungslos und du sagst auch, Grenzen sind nicht illegitim. Vielleicht können wir den Gedanken nochmal ausarbeiten, die Frage, wie denken wir eigentlich über Grenzen nach einer Art und Weise, die eben eine liberale und humanitäre Erzählung ist und wo sich auch dieses Wir anders darstellt und drin aufgehoben fühlt, im Gegensatz zu dem, was Kretschmer, Spahn und alle anderen, die du am Anfang zitiert hast, in den Raum stellen. Also genau, es sind jetzt also 3, 4 Punkte. Ich war ein bisschen verschachtelt, Entschuldigung. Also erst, ich wollte nochmal sagen, Scham, das ist das, was vielleicht das zentral, also auch ganz zentraler Punkt ist, es lässt sich nachweisen, dass wenn eine Gesellschaft, sagen wir mal, oder die politische Elite, wenn sie sagt, es gibt eine bestimmte Kategorie von Personen draußen, die wir nicht wollen, also Leute aus Mexiko und Guatemala oder Leute aus Nordafrika, dass das durchschlägt auf unsere eigene Gesellschaft. Dass in dem Maß, wie man das sagt, werden mexikanisch aussehende Menschen in den USA oder nordafrikanische Menschen in Deutschland angegriffen. Das lässt sich nachweisen. Es gibt eine Korrelation. Ja, wir hatten das auch beim Brexit. Genau. Also das ist mal relativ offensichtlich. Das ist sozusagen die leichtere Übung. Also wenn einer nicht versteht, was es bedeutet, dass die Grenze nach innen ausgab, ist es das. Das heißt, so gesehen gibt es auch dann einen Rassismus. Und das ist ja in Deutschland klar oder in Europa, aus welchen Regionen. Übrigens, die Welt sagt das ganz offen.
Also die sagt Menschen aus Asien und Afrika, das schreiben die. Ne? Und also da würde ich sagen, der Rassismus liegt sozusagen offen auf der Hand. Ne? Und das hat eben ganz konkrete Auswirkungen bis hin zu rassistischen Angriffen und so weiter. Ich glaube, das ist recht unstrittig. Ja, jetzt, dann gab es noch, also zu dem Widerstand würde ich auch noch ganz gerne nachher und zu den Demonstrationen, sowas über Grenzen allgemein, also mit den Grenzen allgemein, da würde ich sagen, das ist eigentlich auch, wenn man drüber nachdenkt, es gibt Grenzen, die ja harmlos sind. Ich meine, ich kenne Leute, die mir da widersprechen, aber die Grenze zwischen, zum Beispiel zwischen uns und den Niederlanden oder auch, übrigens gibt ja auch Verwaltungsgrenzen. Irgendwo ist die Grenze, hört Bremen auf und es kommt irgendwas anderes. Was kommt dann eigentlich? Kommt irgendwas? Das ist ja keine Grenze, wo Gewalt ausgeübt wird. Und auch sonst im Metaphorischen sprechen wir von allen möglichen Grenzen. Das heißt, ich finde es so, also ich sympathisiere auch politisch mit Leuten, die mit No Borders rumlaufen. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, das ist ja, darum geht es nicht, sondern wir sprechen über einen ganz bestimmten Typus von Grenzregimes. So. Ja, jetzt zu dem Widerstand. Also, ich glaube, was vielleicht nochmal auch verbunden mit dem Thema der Sprache. Also ich versuche mal so, weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Es gibt ja auch ein paar positive Nachrichten. Zum Beispiel finde ich es wirklich bemerkenswert. Ich habe eine ganze Reihe von Jahren in Kanada gelebt. Und ich mit welcher Selbstverständlichkeit heute bis weit in die bürgerliche Presse hinein von Rassismus geredet wird. Ich glaube, keiner bestreitet das mehr. Erstens gibt es ihn und zweitens wollen wir ihn nicht. Dass man ihn dann trotzdem praktiziert, ist eine andere Frage. Aber da ist zum Beispiel die Sprache sehr klar geworden. Also vor 20 Jahren, da haben die Leute noch Wörter benutzt wie Fremdenfeindlichkeit oder irgendwas, keine Ahnung. Und es ist doch eine sehr, sehr klar, und das war auch bei den großen Demonstrationen auch klar geworden, das ist ganz klar. Und vor allen Dingen scheint mir auch, dass ganz viele sozusagen nicht, also sagen Biodeutsche oder weißt du, Mehrheitsbevölkerung, wie immer ihr das nennen wollt, dass die das auch mitkriegen. Weil sie haben Kinder, deren Freunde anders aussehen. Es gibt zahllose Beziehungen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Und ich hatte mal eine Projektidee, das haben wir leider nie gemacht. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das, sagen wir mal, für die weiße Mehrheitsbevölkerung, ich benutze mal diesen Ausdruck, dass das eine schockierende Erfahrung ist. Dass man plötzlich merkt, meine Freundin, die von irgendwo anders herkommt, die wird hier rassistisch angegangen, weil man immer geglaubt hat, ja, das gibt's doch gar nicht. Und plötzlich kriegt man das indirekt auch mit, so dieses Beifahrersyndrom. Und da wollte ich mal mit dem Aladdin El-Mafalani, ist vielleicht bekannt, wollten wir mal ein Projekt dazu Bildungsforscher machen. Bildungsforscher für die, ja, den Namen nicht. Also so gemischte Paare. Ne? Und wir haben da, er hat auch schon Material dafür gesammelt, dass das eine ganz wichtige Erfahrung ist, die mehr und mehr Leute in der Mehrheitsbevölkerung machen. Sie spüren indirekt den Rassismus in der Gesellschaft, den es gibt, den lange Zeit eben nur andere Leute wie Scham abgekriegt haben. Und das ist, glaube ich, das habe ich auch gehört bei so Interviews auf diesen Demonstrationen überall, dass dann Leute auch das sagen. Ne? Also die sagen, also meine Tochter hat irgendwie einen Freund von da und daher und ich finde das total krass, dass der abgeschoben werden soll und wie die Leute mit dem reden, ne? Wenn man zusammen irgendwo hingeht. Also das ist so auf der sozialpsychologischen Ebene, glaube ich, eine ganz große Verschiebung. Und eine, die übrigens Hoffnung macht. Die Hoffnung macht, weil... Es ist nicht mehr so ein paar Weiße und dann ein paar Schwarze, sondern es gibt ja die ganzen Verbindungen in der Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel etwas, worauf ich auch setze. Die Diversität der Gesellschaft lässt sich ja nicht einfach zurückdrehen. Ne? Und ich kann das auch für so eine nicht jetzt von Haus aus progressive Stadt wie München sagen. Also das sah vor 30 Jahren, war das wirklich eine andere Stadt als heute. Für bestimmte Leute ist das schlimm und ich finde es toll. Ne? Weil es sehr viel schwieriger wird, das zurückzudrehen. Durch irgendwelche einzelnen Maßnahmen oder Gesetze. Das war ziemlich viel, gebe ich zu. Ich habe ja auch viel gefragt. Ja, genau. Ich würde vielleicht, Scham, bevor wir an dich nochmal weitergeben, sagen, dass wir jetzt auch gleich öffnen würden. Also wenn ihr und sie Fragen habt, meldet euch gleich einfach einmal und dann kommt eine Person mit einem Mikrofon zu euch. Henning hat es schon vorhin angekündigt, wir brauchen das wegen der Aufnahme. Ja, zum Widerstand. Thema Widerstand. Beziehungsweise noch ein kleiner Kommentar zu dem, was Volker, was du gerade gesagt hast, dass dieser Moment, dieser Schockmoment für manche eintritt, wenn, weiß ich nicht, wenn jetzt enge Freunde von mir, enge weiße Freunde von mir dann auf einmal merken, ich werde anders behandelt und
Und ich sehe ja noch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen weißer aus als jetzt schwarze Freunde von mir oder eben asiatisch, also so Fernost sozusagen Menschen. Diesen Schockmoment kann ich auf jeden Fall bestätigen, den gibt es sehr oft. Ich würde den sogar nochmal, wenn ich nochmal, ich mag es mal in Analogien zu denken, weil es mal manchmal so ein bisschen Verbindungen schafft, die man vorher nicht geschafft hat, aber so auch zu diesem Moment, wenn zum Beispiel ein Partner mitbekommt, wie unsicher sich Frauen manchmal auch also außen nachts, 3 Uhr nachts in einem Park fühlen würden, wenn sie würden wahrscheinlich dann nicht alleine Fahrrad fahren gehen oder dies und das. Also das sind auch so Momente von solidarischen Minimomenten, Mikromomenten, die stattfinden, die natürlich auch zu einem Gesamtbewusstsein führen können, das vielleicht irgendwann mal sich darin manifestiert, dass sie dann viel mehr Leute auf die Straße gehen, viel mehr irgendwie auch Gegenrede stattfindet in privaten Debatten und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt zum Thema Widerstand nochmal zurückkomme, ich meine, es gibt also seit 2015 gibt es eigentlich eine, also fast schon so ein ja, noch nie dagewesene Art und Weise, wie sich MigrantInnen mobilisiert haben, verschiedene Solidaritätsaktionen von unterschiedlichen Akteuren eigentlich, die sich aber dem Kampf für Bewegungsfreiheit eben eingesetzt haben. Es gibt im zentralen und im östlichen Mittelmeer gibt es zum Beispiel nichtstaatliche Seenotrettung, Such- und Rettungsflotten, die da entstanden sind, die auf eigene Verantwortung eben rausgehen. Wir haben mit einigen dieser Menschen auch gesprochen, mit Menschen gesprochen, die also einerseits mit MigrantInnen selber gesprochen, die eben jetzt in griechischen Gefängnissen stecken, jahrelang eben dort absitzen müssen, nur weil sie sozusagen das Unglück hatten, zu dem Zeitpunkt gesehen zu werden, als sie so im Boot eben saßen und in Nähe des Ruders sozusagen waren. Und dann somit wurden sie dann als Schmuggler, Schmugglerin eben gebrandet und sitzen jetzt Haftstrafen, aber auch mit Menschen gesprochen, mit weißen Menschen, die sich eben als Helferinnen dort engagieren, die auch gerade rechtliche Probleme bekommen haben, dadurch, dass sie sich da eingesetzt haben. Aber das sind Menschen, die ja eigentlich jeden Monat Tausende in Not geratene Reisende retten. Es gibt auch zum Beispiel entlang der gesamten Balkanroute zivile Gruppen, also normale, in Anführungsstrichen normale BürgerInnen, die unzählige Initiativen gegründet haben, die dafür sorgen, dass durch Solidaritätsnetzwerke, die auf sozialen Medien stattfinden, die per Signal stattfinden, dass eben geflüchtete Menschen alles bekommen, was sie brauchen, auf der Flucht, auf dieser gefährlichen Reise, aber auch innerhalb unseres europäischen Kontinents oder in Deutschland haben sich ja viele Menschen zusammengefunden. Also es gab ja auch in Athen, das City Plaza Hotel, das besetzt wurde. Es hier in Berlin sehr viele Sachen, die hier stattgefunden haben. Ganze Dörfer wurden besetzt in Süditalien. Es gibt so viele unzählige Aktionen von so vielen Menschen, die eigentlich inspirieren und wo nochmal Europa sich von der schönen Seite zeigt. Also wir haben jetzt sehr viel in die letzte Stunde darüber geredet, dass Europa sich gerade selber verrät, die eigenen Versprechen bricht, die eigenen Regeln, die es sich gesetzt hat, bricht. Aber es gibt auch sehr viel von MigrantInnen selber, von Menschen, die hier leben, die sich solidarisch zeigen, viele Initiativen, von denen man sehr lernen kann. Und ich würde auch mein eigenes Feld mit nochmal reinholen, wo sehr viel Widerstandspotenzial eben besteht, tatsächlich zu versuchen, in der medialen Berichterstattung auch sich darauf zu fokussieren, dass man eben betroffenen Perspektiven viel mehr in den Vordergrund stellt. Das versuchen wir genauso in unserer Arbeit die ganze Zeit. Denn es gibt einen Unterschied zu sagen, ja, es gibt also mehr als 1 Million Menschen sind 2015 in die EU gekommen und mehr als 1 Million Menschen haben die gefährliche Reise über das Mittelmeer überlebt. Also es gibt einen Unterschied, eben welche Perspektive man wählt. Es gibt
Viele auch Kolleginnen, die jetzt den konstruktiven Journalismusansatz eben auch anwenden und sagen, wir wollen auch auf die Lösungssuche gehen. Also was machen denn zum Beispiel auch andere Länder? Was für Programme gibt es denn in anderen Ländern, die wir hierzulande vielleicht auch anwenden könnten, wo vielleicht sich, weiß ich nicht, 5 Menschen zusammentun und sagen, wir finanzieren jemanden, der hier kommt, wir garantieren, dass jetzt jemand hier kommt, wir helfen dem auf bürokratische Art und Weise, auf finanzielle Art und Weise. Also das ist so auch, das sind auch Teile der Widerstandsbewegung, würde ich sagen, die man eben viel mehr, aus denen man viel mehr nochmal so, also da ist nochmal sehr viel Potenzial nach oben hat, Luft drin nach oben, aber es gibt sie, es gibt Widerstand, auch von Betroffenen selber, und das darf man in dieser Debatte auch nicht vergessen. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen. Das ist jetzt haben wir so die positive Kurve gekriegt. Aber ja, ich würde auch sagen, es ist das vorläufige Schlusswort für unser Gespräch sozusagen hier untereinander. Und jetzt sozusagen haben Sie die Möglichkeit, auch Ihre Schlaglichter sozusagen auf die Debatte zu bringen. Wir haben ja vieles angetickt, angerissen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Darf ich noch etwas hinzufügen? Ja. Momentan kam noch keine Meldung sozusagen, deswegen gern. Ich tue mich schwer damit, auf dem Positiven zu enden, weil es ist nicht positiv. Das stimmt auch, ja. Ja, ich erwähne das immer nur, weil es manchmal schwierig ist, nur über diese sehr große Gefahr spricht die ganze Zeit. Es ist eine Gefahr, die viele Menschen hier gerade betrifft. Es gibt sehr viele Menschen, nicht weiße Menschen, die sich gerade Gedanken darüber machen, ob sie dann überhaupt noch in Deutschland bleiben sollten. Und es ist schwierig, dann darüber zu sprechen. Aber so und so viele Millionen Menschen sind doch auf die Straße gegangen. Was sollen wir denn noch tun? Und ich glaube, da herrscht auf jeden Fall eine große Dissonanz zwischen diesen zwei Realitäten auf jeden Fall. Es muss noch mehr Debatten geben, die versuchen, diese zwei Perspektiven miteinander zu vereinen. Also diese Debatte kann irgendwie nicht stattfinden, wenn wir uns zu oft auf die Schulter klopfen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sehr solidarisch sind, es sind Individuen, es sind zivile Gruppen, aber der Staat in der Hinsicht hat nochmal eine ganz andere Verantwortung und nochmal einen ganz anderen Wirkungskreis und Verantwortungskreis. Und auch vielleicht auch noch in der Hinsicht auch noch zu sagen, dass eigentlich die Menschen vom sogenannten globalen Süden eigentlich Europa und Deutschland an ihre eigenen Werte erinnern, indem sie hierher migrieren, weil das sind Menschen, die Freiheit, Gleichheit, Autonomie fordern, eigentlich die Werte, auf denen wir diese als Europa, Deutschland aufgebaut haben oder aufbauen möchten. Und vielleicht nochmal so eine Art Reframing zu betreiben, was gerade auf dem Spiel steht für uns. Und damit meine ich auch mich eingeschlossen für uns. Ja, das finde ich nochmal einen guten Hinweis. Ich finde es richtig, dass wir den sozusagen positiven Aspekten nochmal Raum gegeben haben, weil sie auch Teil des Gesamtbildes sind. Aber wie er es dargestellt hat, das sind sozusagen Praktiken, Erfahrungen, sozusagen Versuche, etwas anderes zu organisieren, die sich sozusagen im sozialen Alltag wiederfinden, und die Herausforderung wird ja eigentlich sein, jetzt sagen dann auch aus meiner politischen Perspektive gesprochen, dafür wieder politische Mehrheiten zu organisieren, weil die sind momentan, gerade wenn wir in Europa insgesamt schauen, natürlich in weiter Ferne. Also im Grunde genommen, darin liegt die Aufgabe, aus diesen Ansätzen, die es gibt, und aus diesen alternativen sozusagen Framings, sozusagen Ideen und Perspektiven, auch der Frage, was ist denn dann ein alternatives Grenzregime im Vergleich zu dem, was wir momentan gerade erleben und was immer weiter sich verfestigt, das so auszuarbeiten, dass es wieder mehrheitsfähig wird. Und sozusagen, so banal ist die politische Aufgabe, ohne dem wird es nicht gehen. Jetzt gebe ich nochmal in die Runde, jetzt haben wir eine Frage. Ja, ich würde nochmal, mein Name ist Michael Flittner, hier auch aus Bremen. Ich würde noch mal eine Frage stellen zu dem Effekt hinter den Mauern.
Ich habe einen Teil des Buches so verstanden, oder die Kernthese, die ja hier auch gesagt worden ist, also die Effekte, die diese Tätigkeiten, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, außerhalb der Mauern und an den Grenzen und so weiter haben, nach innen. Aber darüber würde ich noch mal ein bisschen mehr erfahren, gerne konzeptionell, wie man sich das vorzustellen hat. Oder was sind da die Kerndimensionen dieser Auswirkungen? Können wir uns das eher so vorstellen wie eine Art Fallout, sozusagen das, was wir da draußen Schreckliches machen, ja, oder was da gerechtfertigt wird, nagt sozusagen indirekt, fällt es so ein bisschen zurück einfach nach innen und hat da Effekte, oder sind innen vielleicht zum Teil auch die Motoren dessen, was draußen geschieht? Das ist ja ein bisschen ein anderes Bild. Also wie hängt es zusammen mit den Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Inneren? Wie der hergestellt wird, vielleicht auch mit neuen Populismen. Wie hängt es mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit im Inneren zusammen? Das wäre für mich so eine Frage. Ne? Ist das nur so ein Echo-Effekt quasi, so ein Fallout? Es kommt zurück? Oder ist es sozusagen generisch damit auch verbunden? Geht an beide, ne? Das ist so für die Endphase jetzt eine Frage, die ich... ein bisschen zu groß. Also aber es ist natürlich richtig. Das ist auch nicht richtig beantwortet in dem Buch. Deswegen haben wir jetzt in Bielefeld ein Projekt dazu. Aber ich will mich nicht so rausziehen. Also es ist, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man, also es gibt, die einfache Antwort ist, es ist eine Wechselwirkung. Also die Grundthese ist eigentlich so ein Kernsatz nochmal, dass Grenzpolitik Gesellschaftspolitik ist. Also wer ein bestimmtes Grenzregime will, muss eine Gesellschaft entsprechend aufbauen. Ne? Und es wäre sicherlich zu einfach, obwohl das in dem Buch manchmal so anklingt, weil das halt so rhetorisch so gut rüberkommt, dass die Grenze nach innen ausgreift. Das ist ja nur ein Bild. Ne? Ich würde, wenn das jetzt ein eher argumentativ sauberes Buch gewesen wäre, ne? Also das ist ja ein Essay, wo wir eine These vertreten, dann würde ich sagen, es gibt ein Projekt, eines sehr viel selektiveren Grenzregimes, und das ist verbunden mit einer autoritären Gesellschaftsreform. So. Und da muss man bei verschiedenen Stellen muss man da ansetzen. Also es gibt es natürlich auch. Also es gibt zum Beispiel Fälle, wo der Grenzschutz militarisiert wird, also Bulgarien, teilweise auch in den USA, und wo dann tatsächlich es Nachahmungseffekte gibt. Dann bilden sich Bürgerwehren, die sagen, denen helfen wir jetzt mal ein bisschen. Also das gibt es auch. Also was du Echo-Effekt genannt hast. Aber viele Dinge sind natürlich sehr viel komplexer. Man sieht dann, also dieses Rückführungsverbesserungsgesetz ist so ein Beispiel, man muss eigentlich, wenn man diese Gesellschaft neu ordnen will, muss man einfach an die Anwälte ran. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht alles in eins werfen, das ist jetzt nicht AfD, aber da gab es eben Deutsche Anwaltverein, kann man nachlesen, da haben wir sehr scharfe Kritik daran. Und dann gibt es diese emotionale Ebene, über die wir viel gesprochen haben. Ne? Dass Leute sagen, ja, die tun jetzt was, aber es passiert nichts. Die Straßenbahn ist immer noch voll mit all den Ausländern. Was machen wir als nächstes? Also das sind sozusagen verschiedene Ebenen, die wir in dem Buch so durchdeklinieren. Also eine affektive, eine rechtliche, die sehr wichtig ist. Dann natürlich eine politische Mobilisierung mit entsprechender Gegenmobilisierung. All das haben wir besprochen. Und die Aufgabe wird jetzt sein, für die Zukunft, also auf verschiedenen Ebenen, dass wir das beobachten und natürlich auch versuchen, Gegentendenzen zu mobilisieren. Und du hast völlig recht, Mehrheiten. Und Mehrheiten wird man natürlich nur kriegen, wenn man an diese Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast, also diese Arbeitsmarktprobleme, ne, dass man irgendwie sagt, okay, wie wollt ihr das denn nun lösen? Ich meine, Merz hat Reden gehalten, wo er sagt, das geht so nicht weiter, wir brauchen mehr Zuwanderung. Ne? Und im nächsten Satz sagt er, die nehmen mir meine Zahnarzttermine weg. Also das ist ja, da muss man ja ansetzen, an diesem Widersinn. Also ein rassistischer Populismus auf der einen Seite, andererseits so eine wirtschaftsfreundliche Politik, die ja auf Einwanderung angewiesen ist. Irgendwie sagen sie es auch, aber sie kriegen es ja nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, der politische Angelpunkt auch. Dieser Widerspruch gilt übrigens auch dann europaweit. Also wenn man die Zahlen für Italien jetzt nimmt unter der Regierung Meloni, die ja rechter gar nicht sein kann im Grunde genommen. Auch da sind die Zahlen sozusagen, die dann auch durch Arbeitsmigration ermöglichen,
wollen und sozusagen Maßnahmen ergreifen und so weiter. Die Zahlen sind dementsprechend auf Rekordniveau und der rassistische Diskurs, den die ja nochmal, so, das läuft parallel nebeneinander her. So, und Meloni hat ein großes Programm aufgelegt, 450.000 extra. Genau, die 450. Decreto Flussi, das macht sie so ein bisschen heimlich, weil die sehen, das geht so nicht weiter. Also Italien hat nochmal eine noch dramatischere demografische Entwicklung. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt nochmal, der Widersinn. Und so gesehen sind diese Dimensionen, diese einzelnen, sind sehr unterschiedlich. Also es gibt die Echo-Effekte, es gibt konzertierte Anstrengungen, die Gesellschaft umzubauen. Und dann gibt es natürlich ganz Rechte und weniger, also sozusagen eher sozialdemokratisch andere. Es gibt ein Kontinuum natürlich dann. Ja. Scham, möchtest du noch ergänzen? Du hattest vorhin ja auch das Thema Bürgerwehren und diese Art von Echo-Wirkung dieser Politik ja schon erwähnt. Aber du kannst sicherlich noch ergänzen. Ich habe die Frage leider nicht gehört. Ach so, die ist gar nicht angekommen. Die Nachfrage war nochmal, wie dieses Wechselspiel zwischen Außengrenze und Innerem zu verstehen ist. Also gibt es gewissermaßen einfach ein Echo, was in die Gesellschaft zurückwirkt und dann zum Beispiel sowas, Menschen nehmen sich dann selber quasi die Freiheit, sozusagen Bürgerwehren zu organisieren und Menschen abzuwehren. Das ist ein Phänomen des Ganzen. Oder gibt es, so habe ich es verstanden, nicht auch gewisse Voraussetzungen, Dispositionen in der Gesellschaft, Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die das begünstigen, die dem entgegenkommen und wo es eine Wechselwirkung gibt. Also da war nochmal die Frage zu den Thesen von Volker und seinem Buch, wie verstehst du dieses Thema, das Äußere greift aufs Innere zurück? Also ich habe Volkers Buch gelesen und ich war sehr beeindruckt von dieser sehr klaren Formulierung eben dessen, was wir ja schon die letzten Jahre so ein bisschen auch journalistisch versucht haben, in verschiedenen Teams irgendwie herauszufinden. Also wie kann es dazu kommen, dass eben, also zu verstehen überhaupt, wieso es dieses Backlash gab, also 2015, oder nach 2015. So in der Art und Weise, wie wir alle versucht haben zu verstehen, wieso es nach Obama einen Trump geben musste. Und das war für mich eine sehr, also die Argumente, die ihr angebracht hattet, die haben mich also sehr an sehr viele so Momente auch so wieder reingeholt, zu sagen, ach so, ja stimmt, ja klar, es gibt diese ganz direkten Verbindungslinien zwischen, wenn jemand Flüchtlingskrise die ganze Zeit betont und Gewalt oder Todesursachen eben an der Grenze. Also dass von innen nach außen eben natürlich diese Verbindungslinie da ist und es dann nochmal zurück dieser Boomerang-Effekt auch gegeben ist und dann eben auf tödliche Angriffe auf Menschen, die so aussehen wie ich oder eben eine andere Hautfarbe haben oder und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, also ja, wie gesagt, also ich will dieses Buch sozusagen so stehen lassen und ich würde auch ehrlich gesagt jedem auch empfehlen, das Buch aufzuholen, also zu holen und sich mit dieser Thematik zu befassen. Es ist eine sehr frustrierende Thematik, aber vielleicht nochmal, also wer mir auch ein bisschen geholfen hat, diese Dynamik ein bisschen besser zu verstehen, war auch ein wenig Achille Mbembe, der kamerunische Philosoph, der sich auch so ein bisschen mit dem Kampf für Bewegungsfreiheit natürlich auch auseinandersetzt. Und er sagt, ein Kampf für Bewegungsfreiheit kann insofern eigentlich nur existieren, wenn er auch ein Kampf für die Vollendung der Dekolonialisierung ist. Und sehr oft ist es ja auch so, dass wenn ich in meinem Newsletter ja über den sogenannten globalen Süden spreche und über eben die Reste von dem Kolonialerbe Europas oder auch anderen Staaten oder auch im noch imperialistischen Zügen und so weiter spreche, das sind ja nicht so Sachen, die abgeschlossen sind. Das sind Sachen, die immer noch gegenwärtig sind und mit denen wir immer noch zu kämpfen haben. Und ich glaube, so diese Dynamik, dann kann ich so versuchen, so verschiedene andere Thematiken noch mal reinzudenken. Und es hilft mir dann noch mal, das große Ganze zu sehen. Ich bin ja als Journalistin sehr oft immer in diesen Details drin und ich rede mit vielen Menschen, die mir aus ihrer Perspektive erzählen, wie sie die Realität finden. Aber so eine Vogelperspektive manchmal hilft mir auch. Ich habe aber keine Antwort auf die Frage. Ich versuche mich immer so vom Rand aus daran anzunähern. Und da versuche ich immer so aus verschiedenen Disziplinen
Perspektive einzuholen. Danke, Sham. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, ich sehe noch eine Frage. Genau. Hallo, ich getraue mich auch noch eine Frage zu stellen. Martina Grimmig und ich bin auch Mitveranstalterin hier, weil ich das Institut für Forschungsinstitut gesellschaftlichen Zusammenhalt vertrete hier. Aber meine Frage, also die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wurde ja schon in der anderen Frage ein bisschen adressiert. Aber mich interessiert nochmal die Frage der Affekte in diesem ganzen Geschehen. Weil einerseits hat man ja mitgekriegt, dass es natürlich eine unglaubliche Härte gegenüber an Gefühlen, wenn es darum geht, wir müssen die Bilder aushalten. Mit dem haben wir ja gestartet. Gleichzeitig erleben wir ja hier eine sehr emotionalisierte Debatte, wo man ja alle gleich durchdrehen sozusagen, wenn es um Fragen der Migration, die Rechte geht und so weiter. Und ihr habt es ja auch ein bisschen angesprochen in der Buchfolge, also auch diese Dimension von Affekten sozusagen. Warum und dass das Thema Migration, Fluchtmigration, ja bei unglaublich vielen Leuten irgendwie einerseits vielleicht auch positiv Empathie, Solidarität, aber mindestens genauso viel sozusagen auf Ängste und auf Abwehr und auf eine unglaublich krasse Emotionalität stößt sozusagen. Also dass es viel bewegt, dass es auf jeden Fall nicht was ist. Und viele von diesen Dynamiken, die ihr an der Grenze beschrieben habt, das Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, hat man manchmal das Gefühl, das wurde so ein bisschen erzählt, als was so ein bisschen strukturell so passiert irgendwie, dass es das so hochschaukelt, dass es mit Strukturen zu tun hat. Meine Frage war, wo bleibt da eigentlich, also was für eine Rolle spielen eigentlich identitäre Gefühlslagen, Effekte, die ja, wie bestimmen die eigentlich Politik sozusagen, um davon von wegzukommen, dass es einfach so ein bisschen so einfach so was passiert, sondern wie sehr, warum ist das so gerade? Warum sind wir gerade in so einem Punkt, wo man ja auch, wenn man über Israel und Palästina, man kann ja nicht sprechen sozusagen, ohne dass da gleich die Gefühlslagen, die Aggressivität und der Hass natürlich auch losgetreten wird. Und du sprichst in dem Buch von dem Faschismus des Herzens sozusagen. Ich weiß nicht, inwieweit da Verbindungen gezogen werden können. Also mich interessiert einfach mal so ein bisschen diese affektiv-emotionale Großgefühlslage, die ja weltweit offensichtlich zu beobachten ist, aber auch in Europa. Und eine zweite Frage vielleicht ganz dran verbunden. Hat mich schon immer irgendwie interessiert, inwieweit das europäische Projekt, es geht ja auch um Festung Europa, was ja auch mit einer offenen Grenzen innerhalb von Europa und irgendwie einhergeht, wie das, was das für eine Rolle spielt in diesem ganzen Geschehen. Vielen Dank. Ich frage jetzt einmal direkt nach, Sham, hast du die Fragen verstanden? Ich glaube ja, aber ich glaube, die waren beide an Volker gerichtet, oder? Ja. Sham, das ist jetzt echt fies. Wir machen hier ein bisschen Arbeitsteilung, aber du musst vorlegen, Volker. Ich alle beide? Ja, also die erste ist natürlich auch so eine Riesenfrage, mit der ich mich auch beschäftige. Ohne sie zu beantworten, das wäre jetzt zu viel erwartet, ne? Ich meine, Martina. Aber was ich schon wichtig finde, also wir wollten jetzt nicht sagen, so wie früher, wo man immer gesagt hat, also die anderen haben Affekte und wir sind vernünftig. Das wollte ich nicht sagen, ne? Also das ist ja ganz wichtig und es ist ganz interessant, wir haben ja auch darüber gesprochen. Ich meine, ich fand zum Beispiel diese großen Demonstrationen eine außerordentlich affektive Ereignisse. Ne? Und auch wirklich im Sinne von so Affektforschung, also wo du wirklich da standest und du umspült warst von diesem Affekt. Und was war das für ein Affekt? Das höre ich auch in Diskussionen teilweise, dass jetzt Leute zu mir kommen und die wirklich sagen, Herr Heinz, ich habe Angst. Ne? Also das ist mal wichtig. Also es gibt nicht jetzt, ich sage nicht, die einen haben Angst und wir nicht oder umgekehrt, sondern diese Affekte sind erstmal einfach etwas, was man, glaube ich, teilweise nicht lange genug beobachtet hat. Und sie werden natürlich auch geformt. Und ich meine, sie bilden, glaube ich, so einen Resonanzraum dann für politische Rhetorik. Ne? Die können sozusagen aufgerufen werden und verstärkt werden. Ne? Also das großartige, auch irgendwie groteske Zahnarztbeispiel von Merz. Ne? Jetzt wissen die Leute, warum sie den Zahnarzttermin nicht kriegen, weil es liegt an diesen Geflüchteten. Das ist das eine. Das andere ist auch ein Riesenthema. Wir hatten eine kurze Vorabsprache, ich dachte, das wird viel größer. Also
In dem Buch kommt ja auch so ein bisschen vor, also angefangen von den römischen Verträgen 1957, war eigentlich das europäische Projekt verknüpft, wie wir ja auch an uns noch dunkel erinnern, mit einer Vorstellung, dass man Frieden und Wohlstand durch die Absenkung der Grenzen erreicht. Das ist ja eine relativ originelle Idee gewesen, ne? Also wir bilden die europäische Gesellschaft dadurch, dass wir erst Waren und so weiter, die Schwellen senken, einen gemeinsamen Markt schaffen, dann die Bewegungsfreiheit und die Niederlassungsfreiheit. Und jetzt könnte ich noch einen anderen Schlenker machen. Wir zeigen dann sehr gut, dass die Algerier schon mal da nicht mitmachen durften. Also dass es von vornherein diesen Keim gab des Ausschlusses. Aber im Prinzip war das auch die Vorstellung, wir machen eine Gesellschaftspolitik zusammen mit einer Grenzpolitik. Es ist direkt verknüpft. Das war sozusagen der Aufstieg Europas. Jetzt erleben wir möglicherweise den Niedergang dieses Projekts. Und es wird wieder verknüpft auf eine andere Weise, dass man sagt, wir retten jetzt das Abendland dadurch, dass wir bestimmte Leute nicht reinlassen. Was in gewisser Weise angelegt war schon durch die Algerien-Situation, was wir in dem Buch ausführen, sodass wir in beiden Situationen und auch in anderen Teilen der Welt eine enge Verknüpfung haben von Grenze und Gesellschaft. Wer das eine, und das gilt auch für die Linke oder Grüne, wer die Gesellschaft verändern will, muss auch über die Grenzen nachdenken, mit denen sich diese Gesellschaft umgibt. Also das, wenn ihr das mitnehmen könnt, also das ist meine tiefste Überzeugung an dieser Stelle, dass man das nicht trennen kann, wie man das früher mal gedacht hat. Also weder bei Marx noch bei der utopischen Literatur kommt das vor. Die haben nie über Grenzen nachgedacht. Und ich glaube, das können wir uns heute nicht mehr leisten. Ja, und mehr zu den Affekten das nächste Mal. Scham, möchtest du noch? Ja, also ich finde es total spannend zu sagen, also was jetzt mit diesem europäischen Projekt gerade passiert, weil also einmal zu sagen, also ich weiß nicht vermeintlich, ob es jetzt irgendwie jetzt untergeht oder nicht. In vielen Gesprächen fällt mir immer wieder auf, dass es so, manche Menschen sind total schockiert, dass das in Europa passiert. Sind so, aber ich bin doch aufgewachsen mit dieser Denke eben, dass Europa doch auf diesen großen, tollen Werten eben aufgebaut ist. Das haben wir alles in der Schule gelernt und so weiter und so fort. Und ich glaube, vielleicht ist es einfach so eine Ernüchterungsphase. Also die Ernüchterungsphase von wie ist denn Europa entstanden, ja? Dass dann so wirklich schon dieser Sündenfall mit der Ungleichbehandlung der Algerier schon angefangen hat, ja. Und nicht irgendwie so diese sehr saubere, direkte Linie von, wir wollen erstmal wirtschaftlich zusammenarbeiten und dann vielleicht politisch zusammenwachsen und dann haben wir noch unsere Werte, das ist ja total toll, wir haben noch das und das und so. Also das war noch so, das war so fast schon so eine Art Unternehmenskommunikationspaket, ja, was man da geschnürt hat. Und ich glaube, Ernüchterung tut erstmal weh und auf lange Sicht hin ist es dann das Konstruktivste, was wir machen können. Zu verstehen, wer Europa ist, was Europa ist und welche Rolle wir hier, welche Verantwortung wir hier einnehmen sollen können. Okay, ja, wir gucken noch einmal in die Runde. Es gibt noch eine Frage. Wieder von diesem Tisch hier eine Frage. Auch eine ganz kurze. Also wenn man diese These ernst nimmt, sozusagen, dass die Grenze ins Innere reinwirkt und wir haben am Anfang oder ihr habt am Anfang auch ganz kurz über Demokratisierung von Grenzen oder so gesprochen und in den Antworten jetzt kam ja auch wieder raus sozusagen, dass dann Migration sozusagen auch im gesellschaftlichen Umbau immer mitgedacht werden muss. Wie vermeiden wir es gleichzeitig dann in die Falle zu treten, in so rechte Strategien oder rechte Strategien dann zu imitieren, die eben Migration als das zentrale Thema immer wieder versuchen zu etablieren und dabei eben auch über andere Themen vielleicht hinweggehen. Also wie können wir das schaffen, über Migration nachzudenken oder über Grenzen nachzudenken als ein dominierendes Thema, ohne eben diese rechten Strategien da zu imitieren? Genau, Scham, hast du die Frage verstanden? Leider nein. Also die Frage war, wie können wir über Grenzen nachdenken, ohne diese rechten Strategien auch immer wieder zu imitieren? Also dass diese Diskurse sich einfach auch schon verfestigt haben. Und ich würde vielleicht noch eine
Abschlussfrage, die aber daran anknüpft, ergänzen. Und zwar haben wir auch am 9. Juni Europawahlen. Und da wäre meine Frage an euch beide, weil das jetzt gut passt, was denn Diskurse oder Debatten wären, weil ich glaube, es ist jetzt schon sicher zu sagen, dass auch Migrations- und Grenzpolitik wieder ein Thema sein wird, was viel diskutiert werden wird. Was denn da Diskussionen und Debatten wären, die ihr euch wünschen würdet oder wo ihr sagen würdet, da würden wir gerne die Debatte anders geführt sehen, sowohl medial als vielleicht auch wissenschaftlich. Man kann die vielleicht auch zusammen sehen, die beiden Fragen. Also ich habe das ein bisschen bei den bayerischen Grünen, da gab es bei den letzten Landtagswahlen schon eine Strategie, die ging so aus, also um das vom Johannes zu beantworten, dass man sagt, also wir dethematisieren dieses ganze Migrationsding, weil das so von Rechten besetzt ist. Wir reden jetzt nur noch über die Renaturierung von Flüssen und Wohnungsbau und was alles Wichtige oder Verkehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, ne, dass man so tut, als ist das kein, ist nicht in der Gesellschaft. Also es ist sozusagen eine schwierige Aufgabe, so für, sowohl für die politische Rhetorik als auch für praktische Politik. Und beides geht ja nicht. Du kannst ja nicht so tun, ah ja, was machen wir da jetzt, reden wir nicht drüber. Ne? Und das ist auch, hat auch nicht funktioniert. Wie man das dann im Einzelnen löst, ich meine, ich bin ja nicht in der Politik, und also in der Forschung, und ist es ja, das kommt ja gut an. Ich meine, man kann sehr gut über dieses Thema reden. Also das ist so eines, und wo man eben, ich meine, was schon beängstigend ist, also ein letztes Mal USA, da gibt es so eine Firma, die heißt Ad Impact, glaube ich, die so praktisch die Werbespots der, also die Reden untersuchen, und the border, die Grenze, ist das am meisten verwendete Substantiv in ganz vielen, also bei Rechten natürlich, das ist dann wirklich so ein Fetisch. Und das gibt es ja hier auch ein bisschen zunehmend. Die Grenze, wenn wir die Grenze dicht machen oder also Ordnung und Humanität herstellen, dann lösen wir gleichzeitig ganz viele andere Probleme. Also Seehofer, ne, Migration als Mutter aller Probleme und so weiter, das ist natürlich ein Irrsinn. Ne? Aber dennoch gibt es sehr wohl, wie ich denke, einen Zusammenhang. Man kann nicht so tun, als sei das für eine demokratische, freie Gesellschaft irrelevant, wie es da draußen zugeht an den Grenzen. Das ist irgendwie die Schwierigkeit dann von der Politik und der Art, wie wir reden, das ernstnehmendes Thema, ohne es zu einem Fetisch zu machen. Das wäre meine sibyllinische Antwort darauf. Also, Ja, die finde ich aber interessant. Das kann ich an der Stelle auch mal transparent machen. Also als wir das Thema heute hier gesetzt haben, haben wir vorher auch gedacht oder diskutiert, wie passt das eigentlich jetzt in diesen Kontext Europawahl? Also bedienen wir abermals sozusagen das Thema Migration, weil Migration ist das Thema, also machen wir auch was dazu. Damit bleibt es aber das Thema. Oder gibt es auch andere Themen, aber weichen wir dann der ganzen Thematik nicht auch aus? So, also man hat ein grundsätzliches Dilemma. Ja. Ich glaube, es ist bei dem sozusagen bei der Brisanz, die das Ganze hat, glaube ich, am Ende unsinnig, irgendwie es vermeiden zu wollen. So, dann wird es einfach von anderen besetzt und thematisiert. Und es gibt ja auch gewissermaßen auch Fragen, die eine Antwort verdienen. Wir haben jetzt sozusagen jetzt am Ende die ganz große gewissermaßen Herausforderung, wie fügt sich das in die Geschichte des europäischen Projekts ein und so weiter, aufgeworfen, aber so auf der kleinen Ebene einer Kommune. So, dann ist wirklich die, sagen Bremen, was eine absolut solidarische, liberale Migrations- und Asylpolitik jetzt über die letzten Jahre gemacht hat, muss ich irgendwie dann fragen und Menschen erklären, wo kommt der Wohnraum her, wo kommen die Kita-Plätze her, wie bezahlen wir das und so weiter. Also es geht um ganz viel Konkretes und Praktisches. Und da kann man sozusagen dann im zweiten Satz dann auch noch über Renaturierung von irgendwelchen Dingen sprechen. Aber die ersten Fragen wollen geklärt werden. Das interessiert die Leute einfach. Deswegen, man muss es ganz offensiv auch adressieren. Und dann aber, glaube ich, ist mit dem verbinden, was du gerade angedeutet hast, darüber sagen, es geht jetzt nicht nur um pragmatische Lösungen, aber an den Außengrenzen müssen wir Sicherheit herstellen, sondern wir machen das aus einem gewissen Grund, weil wir uns auch Gesellschaft anders vorstellen. Ich glaube, da sind wir derzeit relativ zögerlich geworden, das irgendwie klar zu artikulieren. So, jetzt wollte ich aber nicht sozusagen hier Scham irgendwie das Schlusswort nehmen. Ach, oh Gott, no pressure. Jetzt hab ich es dir zugeschoben, das war genauso nett.
Ich finde es sehr schön, dass wir da so nochmal nach vorne blicken, also nochmal auch den Charakter des, ja, an Visionen arbeiten, an Utopien vielleicht nochmal denken. Also so nicht nur immer die Energie aufwenden, gegen diese ja, Vorstellungen so dagegen zu kämpfen, sondern für etwas zu kämpfen. Ich plädiere auch immer in der Hinsicht auch immer dafür, dass man sich nicht mit Migration und Flucht beschäftigt, sondern eher mit dem Ruf nach Bewegungsfreiheit auseinandersetzt an sich. Also so diesen Ansatz zu universalisieren. Denn an sich, es geht ja nicht nur darum, dass eben Menschen aus anderen Regionen hierher kommen. Sehr oft sind sie ja eigentlich nicht hierher. Also die meisten Menschen, die migrieren, die auf der Flucht sind oder sowas, in ihren Nachbarländern, wie ist das und so. Also auch nochmal das irgendwie in den Kontext zu stellen. Aber es wird vielleicht auch uns irgendwann einholen hier, ein Stichwort nochmal Klimamigration oder auch überhaupt, wenn wir über uns nachdenken und sagen, ich hätte auch gerne die Freiheit, das zu machen, wenn das auf einmal jetzt die, also ich hätte gerne das für die Freiheit für mich selber und für meine Kinder und für meine Leute, die ich liebe, dass eben diese Bewegungsfreiheit nochmal nach vorne getan wird. Weil dann könnten wir vielleicht nochmal über diese verschiedenen Forderungen sprechen. Volker, du meintest so, du bist solidarisch eigentlich auch mit Menschen, die mit dem Schild mit No Border rumlaufen. Aber vielleicht ist es dann nicht so ein komplett praktischer Ansatz oder so. Ich fände es total spannend, wenn wir über Migration sprechen, auch über diese verschiedenen Forderungen zu sprechen. Was bedeutet denn No Border? Was bedeutet Open Border? Was bedeuten andere, also es gibt noch so viele andere Forderungen, die wir eigentlich, also dass sie so als Slogans fast schon inhaltsleer im Raum die ganze Zeit stehen und die dann vielleicht mit Inhalten zu befüllen, eventuell eben auch an so einer sehr viel stabileren Zukunftsvision, einer positiveren Zukunftsvision zusammenzuarbeiten, glaube ich, gibt nochmal Kraft für eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die ein bisschen konstruktiver ist als jetzt. Vielen Dank. Wir merken, das wird nicht das letzte Quartett zum Thema gewesen sein. Jetzt sozusagen, glaube ich, sehe ich keine weitere Meldung. Und dann würde ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei euch beiden, Volker und Scham, dass ihr heute da wart, dass ihr eure Ideen und Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und danke Ihnen allen fürs Kommen.